In unserem heutigen Live-Talk wollen wir das Wort Autonomie wieder ein bisschen belasten. Dass die letzten Monate das etwas gehypt wurde, da sind wir natürlich nicht ganz unschuldig dran. Wenn man heute über Autonomie, über Robotik nachdenkt, kommt natürlich sehr schnell Beispiele daher, die aus dem häuslichen Gebrauch zum Beispiel sind oder natürlich auch aus der Tierhaltung. Dort passiert ja schon sehr, sehr viel automatisiert. Wir wollen uns natürlich heute in unserer Runde mit unserem Aufgabenfeld beschäftigen, das heißt Roboter, autonome Fahrzeuge draußen am Feld und natürlich auch ein Stück weit klären, wie sind denn die Schritte von der Vollautomatisierung hin zur Autonomie, was sind die Chancen daraus, der Benefit sozusagen, aber was sind natürlich auch die Grenzen, die wir da einhalten müssen oder die eine oder andere natürlich auch überwinden müssen. An der Stelle ist wieder wichtig, schickt uns eure Fragen, damit wir einfach die Diskussion noch lebhafter und vor allem für euch spannender machen können. Tja, zunächst mal grüß Gott, meine lieben Damen und Herren. Wir haben ja, wie es im Vorspann schon gesagt wurde, ein recht interessantes Thema wieder, hoffentlich wieder, mit dem wir uns heute befassen wollen. Feldrobotik ist letztendlich das Thema, das wir heute hier besprechen wollen. Und dazu haben wir einen bei uns bekannten einem bekannten und sehr, sehr, sehr erfahrenen Landtechniker, Norbert Bleisteiner, eingeladen. Norbert Bleisteiner ist der Leiter des Fachzentrums Technik und Energie in Triesdorf. Für mich ist er nach wie vor der Chef von der Landtechnik-Schule. Ich denke, das verstehen die Älteren unter uns besser. Und so versteht er sich selbst auch, denke ich. Und in deiner Tätigkeit als Landtechnikleiter oder Landtechnik-Schulenleiter betreibst du natürlich auch immer wieder technische Forschungsarbeiten und Tests und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang hast du dich ja auch mit der Feldrobotik jetzt in den letzten 2 Jahren, so wie ich es verstanden habe, oder 1,5 Jahren, sehr konkret befasst, indem dass du ein Produkt, das es schon auch käuflich zu erwerben gibt am Markt, das muss man auch darauf hinweisen, das ist eines der ganz wenigen, die käuflich zu erwerben sind, und zwar mit dem FarmDruid aus Dänemark befasst, zum Thema Biozuckerrübe. Und vielleicht erzählst du mal, was da deine Erfahrungen sind und was da dir so aufgefallen ist und was du davon grundsätzlich hältst. Und dann gehen wir in die Diskussion rein und da haben wir uns ja schon vorher ein bisschen unterhalten. Da gibt es eine ganze Reihe Themen, an denen wir uns ja dann in den nächsten 1,5 Stunden oder 1 Stunde und 20 Minuten abarbeiten wollen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier ein bisschen berichten darf, was wir in Triesdorf da machen. Wichtig dieser Zusatz, wir kommen immer ins Spiel, nicht wenn es um Forschung geht, sondern wenn etwas käuflich erwertbar ist. Und dann ist es immer so, dass wir versuchen, sowas zu organisieren oder vielleicht auch anzuschaffen, wobei unsere finanziellen Ressourcen da begrenzt sind. Und dann machen wir irgendwas und dann schauen wir, was da so passiert. Mhm. Und wir sind bei diesen FarmDruiden fast ein wenig auf Zufall draufgestoßen. Das Thema, das haben wir schon länger dran, das ist Robotik, Milchroboter, Melkroboter, die ganzen Geschichten, die im Stall laufen. Wie bist du draufgestoßen? Das ist eine gute Frage. Ich denke im Kollegenkreis. Na gut, wir recherchieren immer. Wir schauen, was ihr so treibt. Ja. Mhm. Euer Ding war uns definitiv zu groß und dachten, müssen wir woanders schlecht, hin. Ja. Käuflich erwerbbar war es auch nicht. Dann haben wir gedacht, schauen wir woanders. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass eine Kollegin mich immer darauf hingewiesen hat, dass da was wäre. Und was natürlich bei uns immer ein Thema ist, wir haben ja 2 Bereiche, Landtechnik und erneuerbare Energie. Mhm. Und bei diesen FarmDruiden, da sind ja schöne plakative Solarpanels drauf. Jawohl. Und damit war natürlich für uns klar, als der Erste das Bild gezeigt hat, also erneuerbare Energien, Bodenbearbeitung, Landtechnik, die Themen ohne oder mit minimierten Pflanzenschutzeinsatz, da muss man ran. Mhm. Und dann geht es die Frage, ist es käuflich erwerbbar? Mhm. Und haben wir auch gespürt, dass das Ding tatsächlich läuft, und dass wir nicht Versuchskaninchen sind. Mhm. Das Gefühl hatten wir, die Gespräche waren positiv. Mhm. Und vor 1,5 Jahren haben wir das Ding dann gekauft. Mhm. Jetzt haben wir 1 Jahr Erfahrung mit dem Teil. Mhm. Und die würde ich einfach so als Einstieg vorstellen. Und zum Einstieg haben wir so ein kleines Video gemacht, ganz kurz, damit die Zuschauer draußen einfach mal wissen, was der FarmDruid ist. Ich denke, das ist nicht so bekannt wie jetzt Terrano oder sonst irgendwas. Darum würde man den einfach mal laufen lassen. Dann sieht man, wie das Ding funktioniert. So, und Sie merken schon, die Damen und Herren, höchst spektakulär. Also das ist echt Zeit oder echt Geschwindigkeit. Mhm. Also 700, 800 Meter pro Stunde. Und dieses Teil kann sowohl
Säen als auch Hacken. Das zeige ich dann aber noch in einer Präsentation und bewegt sich da äußerst langsam über das Feld. Das heißt geschmeidige Technik. Aber am Ende des Tages, es läuft dann sehr lange, schaut es dann richtig gut aus. Das war jetzt der Sähvorgang, der erste Teil ist. Hast du auch Tag und Nacht gesät dabei? Ja, haben wir auch. Hast du auch den Sähvorgang komplett alleine laufen lassen? Ja, jetzt schauen wir mal den Hackvorgang. Nein, Sähvorgang haben wir nicht alleine, das Hacken haben wir alleine machen lassen. Und das ist jetzt die Besonderheit, da habe ich dann ein paar Bilder dabei. Er kann auch in der Reihe. Ja? Mhm. Also nicht nur zwischen der Reihe, so muss es. In der Reihe. So in der Reihe, ja. Nur deswegen macht es ja Sinn. Ja. Deshalb macht es Sinn. Und da sieht man jetzt, wie das Ding funktioniert. Geht immer raus, rein. In Echtzeit macht es so klack, klack, klack. Und so tigert der da stundenlang durch die Gegend. Und so funktioniert diese Geschichte. Mhm. Und wir haben mit diesem Teil 2 Hektar Bio-Zuckerrüben gesät. Und das sieht man, das sind unsere, waren die Felder. Und wenn man so durchschaut, das schaut recht gut aus, oder? Ja, ich also ein paar Fehlstellen habe ich gesehen, aber nicht viel. Ja, ja die Fehlstellen werden wir dann nur ganz sehen. Lass Spaß beiseite, also es war richtig gut und das Faszinierende, bevor ich die einzelnen Präsentationen dann angehe, war, bei uns heißt es immer, es kommt eine neue Technik und dann sagen meine Kollegen Bescheid, so wie es wahrscheinlich bei dir auch ist, schaust zu, wenn es eingeführt wird und so weiter. Und in der Regel ist es mittlerweile so, dass ich beim ersten Mal nicht unbedingt sofort die erste Stunde gleich mitmache, sondern meistens, wenn sowas mit Digitalisierung, ISO-Boost oder sonst irgendwas war, bei Horst sicherlich nicht, aber bei anderen, da kann man ein bisschen zuwarten, bis das dann funktioniert. Mhm. Und da war es definitiv so, die haben das geliefert, das haben wir in Betrieb genommen und am Ende des Tages haben die das gehabt. Also wir waren begeistert, was das betraf, die Einführung. Mhm. Wenn wir ein paar so Folien uns anschauen, die Geschichte kommt primär aus der Schiene Bio-Zuckerrüben. Das war auch die Intention, ganz klar begrenztes Einsatzfeld von der Firma. Und so sehen es wir auch, oder haben es wir auch gesehen bisher, Bio-Zuckerrüben, Top-Markt, Top-Konditionen, aber Problem wie in vielen hohe anderen Deckungsbeiträge. Extrem hohe Deckungsbeiträge. Extrem hohe Deckungsbeiträge, richtiger Boom. Ja. Aber was haben die Leute für Probleme gehabt, die Landwirte? Wer hackt es? Ja, 200, 300 Stunden habe ich oft gehört, dass Projekte brauchen. Genau. Und dann findest du Leute nicht mehr dafür. Richtig. Mhm. Und dann haben wir noch die maschinelle Hacke zusätzlich. Und das war der Hauptaufhänger auch von der Firma, denke ich. Mhm. Und da sind auch die meisten draußen unterwegs. Und das haben wir versucht, 1:1 auch zu spiegeln. Mhm. Und klar, das Gerät hat 2 Zielsetzungen. Man sät, oder beziehungsweise man kann es automatisch über GPS und RTK gesteuert steuern. Kann in der Reihe hacken, säen. Und das zweite Paket war noch dran, dass es sogar noch autonom ist. Das sehe ich jetzt gar nicht so als das, ja, die maximale Zielsetzung, aber in der Kombination von dem Gerät ist es eigentlich genial. Aber mal ganz kurze Zwischenfrage als technische Frage. Der hat ja ungefähr 3 mal 2 Meter, so viel ich weiß, Solarfläche drauf. Der hat drei, das heißt, ungefähr, heißt, wenn Sonne scheint, bringst du ungefähr 3 kW daher, gell? Ja, 1, der Speicher ist 1,3 kW, aber in der Summe könnte es ungefähr so ausgehen. Ja, das, du kannst maximal 3 kW Leistung abnehmen und dann ist es vorbei. Das heißt, es muss alles sehr leicht zu betreiben sein, weil sonst geht es nicht. Ja. Richtig, okay. Vollkommen richtig. Nein, war's schon. Schauen wir uns die weitere Folie an. Also dass das Ding autonom läuft, das funktioniert relativ gut. Ist natürlich klar, wenn keine Sonne scheint oder wenig scheint, dann haut es nicht hin. Klar, dafür hat er eine Batterie, glaube ich, drauf, oder? Dann fährt er eine Zeit lang noch weiter. Genau, und dann bleibt das Ding stehen. Und da gibt es eine Meldung auf dem Handy und dann kann ich auch die Batterien austauschen. Also ist nicht allein. Weil nachts geht das sowieso bloß mit Batterien, ja? Ja, nachts wird es mit Solar schwierig. Haben manche noch nicht kapiert, aber es ist wirklich so. Ja. So, ein entscheidender Punkt ist natürlich, wenn wir zwischen der Reihe hacken wollen, dann muss diese Ablage in der Reihe sehr gleichmäßig sein. Wenn das so ist wie auf der Folie, ja, dann können wir das Ganze zwischen der Reihe vergessen. Mhm. Also nochmal zurück, das muss funktionieren. Mhm. Basta. Da sind wir uns also einig. Die technischen Daten, das Ding ist 3 Meter breit, die geben selber an, dass sie maximal 20 Hektar mit ganz, einem Gerät ganz kurz nochmal, also nochmal, gehen wir zurück zu dem Bild mit der Ablage. Also die Strategie von diesem Farmdruid, nochmal einen Schritt weiter zurück, ist ja, dass er eigentlich in dem Moment, wo das Gerät einsetzt, die erste Pille, wenn sie ablegen, georeferenziert das festhalten und von da ab nur rechnen. Richtig. Und sagen, und die rechnen ja, glaube ich, bis zum Kilometer voraus oder was und sagen, also okay, alle 30 Zentimeter oder alle 15 Zentimeter ist eine Pille. Richtig. Die tun es aber nicht jede einzelne georeferenzieren, die tun nur eine am Anfang georeferenzieren, glaube ich. Gell? So ist verstanden. Ja, und das ist eigentlich aus meiner Sicht der geniale Schachzug, zumal es ja funktioniert, weil es tatsächlich den ganzen Daten
Flut drastisch reduziert und von der Logik, ist ja ganz logisch, wenn der ja. Punkt sauber stimmt, und der muss RTK genau stimmen, dann ist das reines Rechenexempel. Ja. Und das haut hin. Aber ist richtig, genauso. Wahnsinn, gell? Wie denkbar einfach sowas geht. Ja, das war faszinierend. Und jetzt, wenn wir vielleicht noch auf zwei Punkte schauen, also die Geschwindigkeit, habe ich schon gesagt, 800 Meter, also das ist maximal langsam. Muss aber auch so sein, sonst funktioniert das Ganze auch nicht mit den Gewichten und so weiter und wie lange es geht. Man kann da 6 Aggregate reinhängen zum Hacken und zum Säen. Kann es zwischen 25 und 50 cm variabel machen. Und jetzt schauen wir vielleicht auf die Antriebsleistung. Also in der Kategorie habt ihr wahrscheinlich gar keinen Motor mit 400 Watt. Also die beiden Räder, die hinteren, werden jeweils mit 400 Watt angetrieben. Das heißt, 1,5 kW, das heißt also 2 PS, das ist das, was hat unser Mofa gehabt früher, mit dem wir gefahren sind, glaube ich, 2,5 oder 3 PS. Ja, bei dir war es wahrscheinlich noch weniger, bei mir war es schon mehr. Ja. Ja, sowas, 2, 3 PS. Genau. Und da haben wir 25 km/h gefahren. Und am Berg, wenn wir aufgegangen haben, haben wir mit der Pedale mitdrehen müssen, dass wir am Berg raufgekommen sind. Richtig. Also muss ich mir nur das vorstellen: ein Mofa, wo du da am Berg rauf, in steilen aufgegangen bist, mit hast treten müssen, damit du halbwegs raufgekommen bist, der fährt praktisch mit der gleichen Leistung im Prinzip mit 700, 800 Kilo. Gut, er fährt aber nur 800 Meter in der Stunde maximal. Den Berg, den Acker rauf und runter und auch den Berg rauf, wenn es sein muss. Ja, richtig. Aber die Geschwindigkeit ist ein entscheidender Parameter, warum das so funktioniert. Ja. Und die Geschwindigkeit hat natürlich auch einen Einfluss auf die Stabilität der Aggregate. Zeige ich dann gleich noch. Mit 15 km/h könnte man mit diesen Aggregaten nicht sehen. Das habe ich auch schon beobachtet. Da gibt es Trümmer. Vielleicht ganz einfach von der Funktionsweise, damit es auch stabil funktioniert. Die haben ihre eigene Station bei uns hingeschraubt, also RTK-Station, damit die fix dran ist und das nichts da schief gehen kann von irgendeinem anderen Support, wie auch immer. Dann haben wir Mobilfunk. Wie halt bei RTK muss man wissen, wenn du also ein hochgenaues Signal haben möchtest, dann ist das Sicherste, wenn du an einer festen Stelle am hohen Punkt auf deinem Hof, am Siloanlage oder Elevator oder was auch immer, oder Kirchturmspitze, eine stationäre RTK-Antenne hast und man sagt, in der Regel zwischen 5 und 10 Kilometer sind die hochgenau, die Signale, die wegschenken. Genau. Wenn du wenn das Fahrzeug weiter als 10 Kilometer weg ist von dieser Referenzantenne, dann kann schon wieder durch die Stratosphäre können schon die Signale wieder verschoben werden, weil das nämlich anders durchkommt und dann stimmt das schon immer, das Referenzsignal. 1:1 korrekt, aber die haben von Anfang an gesagt, okay, wir bauen unsere eigene Station mit auf. 10 Kilometer Radius reicht für Driesdorf locker flockig. Und wir haben es auf ein stabiles Gebäude gebaut, das nicht anfängt zu schwanken. Also das ist ganz wichtig. Haben wir Windräder und so Zeug, das haut natürlich nicht hin. Wir haben es einmal auf eine Trocknung aufgebaut und dann hat die Trocknung der Wind umgeschmissen und dann haben wir es wieder neu aufgebaut und hat nichts mehr gestimmt. Ja, aber beides noch besser ist, wenn es noch schlimmer ist, wenn es schwankt und ich kriege den Fehler, dann wird es noch schlimmer. Aber trotzdem, also das war der Schlüssel, die Station, dann das Gerät über Mobilfunk versorgt und so einfach hat das funktioniert. Und was auch genial einfach ist bei dem Teil, das hat 2 Antennen, eine vorne, eine hinten. Ja. Und damit wird das Ding ganz exakt gesteuert. Ja, muss ja. Also, das darf ja keinen Versatz nicht haben. Weil du kannst zwar auf der Linie vorne stimmen, aber wenn es hinten auch nicht stimmt, dann haut er das Hackgerät, wenn es zwischen die Dinger reinhaut, stimmt das nicht mehr. Ja. Und was ich auch genial finde, die ganzen Richtungswechsel, das Lenken, da ist an dem vorderen Rad, das einzelne Rad, da ist nichts dran. Also da ist kein Zylinder. Das ist nur Rampensteuerung. Nur Rampensteuerung. Ja. Und je nachdem, wie der Motor links und rechts angesteuert wird, geht es nach links oder nach rechts oder wie auch immer oder vorwärts. Also eigentlich super einfach. Und das ist die Funktionsweise, hast du schon am Anfang beschrieben. Wenn man jetzt anfängt, geht man so vor, entweder man tigert mit diesem Teil aus Felden aus, ist ein bisschen mühsam mit 800 Meter, aber jetzt kann man die 3 Punkte an Schlepper ankoppeln, dann fährt man es halt raus. Und wenn das Feld nicht zu lang ist, dann läuft man halt mit rum. Dann geht man das erste Mal diese Positionen mit 1, 2, 3, 4 oder 5 rundherum, definiert diese Positionen. Das mache ich logischerweise nur einmal. Und dann macht er dazwischen diese geraden Linien. Was anderes gibt es nicht, Kurven etc. uninteressant. Und alles andere, was dann dazwischen schon kommt, diese Fahrstrecken, das macht alles selber. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, nachdem diese 5 Punkte in dem Fall gesetzt worden sind, sind unsere Kollegen auf den Punkt 1 wieder hingefahren. Vorher waren die Einstellungen gemacht mit Ausfahrtmenge. Und da gibt es so einen ganz einfachen Startknopf. Und dann ist das Teil losgetigert. Ja. So, von der Funktionsweise hat es das gleiche drin, wie meines Erachtens fast alle Einzelkornsägeräte. Nur,
wenn du jetzt die Dimension anschaust, was ihr verbaut und was da verbaut ist. Sehr leicht gebaut, ja. Ja, aber das geht halt nur aufgrund dieser minimalen Geschwindigkeit. Ganz leicht. Und ich komme auch noch drauf, das geht auch nur bei am Saatbeet, was perfekt, perfekt ist. Ein Gartenfeld, ja. Das ist ein Gartenfeld. Blumenbeet. Ja. Und wenn da mit Ernterückständen irgendwas ist oder Gluten, vergessen, kann nicht funktionieren. Ja. Mhm. Und darum ist das auch ein Teil, was im Sonderkulturbereich mit Sicherheit passt, ja. Ja. Aber nicht für die große Masse. Sie haben eine Vereinzelung, kann man sogar mittlerweile mit 3D-Drucker sich individuelle Sälscheiben anfertigen lassen für so Sondergeschichten, was ja im Sonderkulturbereich öfter vorkommt. Du meinst die Dosierscheibe, ja? Die haben so eine Das ist so, eigentlich eine mechanische Dosierscheibe. Das ist ganz einfach mechanisch. Ja, das ist so ein waagrecht liegender Teller mit Löchern drin, der plötzlich bloß vorbeidreht und dann ganz langsam die können raus einzeln und dann runterfallen lassen. Genau. Und dann ist aber unten nochmal eine Magnetklappe, die dann erst zum Schluss ganz nah unten am Fallpunkt, wo es also am Boden dann auch zum Liegen kommt, erst aufmacht. Richtig. Und dadurch wird bestimmt, wie genau das Korn liegt. Genau. Weil selbst wenn es das 20 cm fallen lässt, hast du schon wieder eine Ungenauigkeit drin. Ja? Genau, das ist da auf dem Bild gezeichnet mit dieser Schleuse und Lichtschranke. Ja. Das ist genau das Teil. Mhm. Und das ist eigentlich das Faszinierende bei dem Gerät auch gewesen. Die haben sich durchaus Gedanken gemacht, wie man sät. Ja. Also die haben nicht nur sich Gedanken gemacht, wie man autonom fährt, sondern das Sähaggregat und auch das Hackgerät, das sieht man da noch, kommt jetzt endlich von der Grundstruktur raus, aus der allgemeinen Praxis und haben sich da gezielt Gedanken gemacht. Ja. Weil wenn der Weg zum Fallen zu weit wäre, das wisst ihr selber, dann haut das niemals hin. Okay, vor allem, wenn du es akzeptierst, dass 2-3 Zentimeter verrollt in der Reihe drin oder 10 Zentimeter verrollt, was oft der Fall ist, wenn du schneller fährst, das kannst du da nicht erlauben. Das geht nicht. Weil sonst ist das beim Hacken weg. Dann haut dir das raus. Ja. Und man kann es jetzt am Bild nur ganz klein erkennen, zumindest wo wir jetzt gerade sitzen. Das eine ist bloß ein Hackdraht. Das ist ein Draht, ja. Ich habe es auch gesehen. Ja. Nur so Draht. Viel, nichts. Mehr ist nicht. Und das andere sind so Messer. Ja. Und das rechte Bild zeigt noch diesen Arm, den wir vorhin schon gesehen haben, ganz am Anfang, der immer so raus und reingeht. Ja. Der bloß nicht haut so, da. Und das ist es beim Hacken. Ja. Was wir gemacht haben heuer, wir haben diese 2 Hektar Zugrüben gesät. Wir haben das im 1.4. nochmal gesät. Und man sieht da die Zahl der Stunden, die wir braucht haben. 11 Stunden ist das Teil gefahren. Mhm. Wir haben das teilweise in die Nacht hinein laufen lassen. Beim Säen weiß ich nicht genau, ob sie es gemacht haben, aber beim Hacken auf jeden Fall. Mhm. Und es hat funktioniert. Mhm. Und wenn wir dann jetzt schauen, wie oft wir gehackt haben, 5-mal in dem Jahr. Auch wieder so. War ja kalt dieses Jahr und nass, gell? Ja, ich zeige. Das heißt, das war Unkrautjahr eigentlich. Ja. Das sind aber auch, da kam relativ gut raus, was die Grenzen sind. Ja. Mhm. Ich zeige nur 1-2 Bilder dazu. Aber vom Ablauf her an sich, man hat das gestartet. Es war grundsätzlich nicht entscheidend, ob das am Tag oder Nacht war. Mhm. Der ist in die Nacht rein gefahren, mhm. wenn die Batterie leer war oder Störung, zu nass oder festgefahren. Aus, null, Schluss. Hat der Meldung gekriegt auf sein Handy und der ist am nächsten Früh wieder raus, hat entweder Batterie mitgenommen, hat die Störung behoben und dann ging es weiter. Mhm. Nur, man kann schon erkennen, dass die Schlagkraft, also ist begrenzt. Also wir reden von 2 Hektar. Geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Darum ist auch unsere Einschätzung, diese 20 Hektar, was die angegeben haben, ist... Da muss alles passen. Ja. Da muss alles passen. Da muss ja auch passen. Und heuer war kein Jahr zum Hacken und es ging oft nicht. Und dieses Teil fährt sich genauso fest wie was anderes. Ja, ist schon klar. Das ist die Meldung auf dem App, auf dem Handy braucht man nicht. So, und da haben wir damals angefangen mit den Kollegen beim Säen. Das schaut relativ passabel aus. Man sieht aber auch, wie perfekt das Saatbeet war. Also das ist schon bestimmte Sachen. Das ist die Voraussetzung, sonst haut das ganze System nicht hin. Überhaupt nicht hin. Und da haben wir noch ist es aber auch der Wert für das Geld, was du da für den Umsatz, den du pro Hektar machen kannst, da mit diesen Biozuckerrüben. Ja. Ist Fakt, ja. Und wenn man von diesen 150 bis 250 Stunden Hackstunden pro Jahr manueller hacken, ja. die Hälfte ersetzen können, ja. Teilweise sagen manche, sie schaffen mehr. Wie weit seid ihr runtergekommen? Ja, das kann ich nicht sagen, weil wir händisch noch keine ganze Hektar gehackt haben. Ja. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Wir haben auch noch einen Fehler fabriziert heuer, das zeige ich dann, was dazu geführt hat, dass das Ergebnis nicht ganz so war, wie wir wollten. Mhm. Aber eine Ding ist da noch gut zu sehen, wenn der Boden unterschiedlich ist von der Struktur her, sandig, tonig, und da geht es auch bei der Tiefeneinstellung, 1-2 Zentimeter zu tief oder zu flach. Mhm. Das hat dann auch sicherlich auch für den Verbraucher spielt eine Rolle. Aber später, wenn das nicht sauber eben ist, beim Hacken zwischen der Reihe, gibt es auch ein Problem. Mhm. Weil er dann diese Unkräuter nicht sauber absticht, sondern tendenziell bloß verschiebt. Ja. Und dann wachsen die Mölden weiter und das haben wir gehabt. Das Pech gehabt. Wenn die Mölden mal feste Wurzeln im Boden hast, dann kannst du nicht hacken, was du willst, genau. Die kriegst du nicht mehr. Und durch diese filigranen Geräte, muss ich noch früher dran sein, da habe ich null Toleranz. Ja.
Da sieht man es nochmal bei der Aussaat, das war schon ein bisschen zu tief, das war nicht ganz gleichmäßig, diese Rillen zwischen den Dingen waren drin. Ja. Das waren aber so Erfahrungen von dem Jahr. In dem Fall hätte man das Feld vorher noch mal anwalzen sollen, also rückverfestigen vorher, dann wäre es besser gewesen. Aber das Zeug ist sauber aufgelaufen. Hier auch beim Hacken, man sieht, es ist in der Summe alles zu tief geworden, an bestimmten Stellen. Und das war jetzt das Problem, was ich angesprochen habe, durch diese Tatsache, dass das Feld nicht mehr ganz eben war, hat er beim Hacken die Dinge nicht mehr sauber erwischt und hat diese Melden nur ein wenig verschoben. Und die haben tatsächlich so. Gut, die Melden waren natürlich, das war wahrscheinlich was Feuchtigkeit, und was richtig. Das nächste Problem war, ist, die sind schneller gewachsen wie alles andere. Ja. Richtig. Das ist, wenn die ein bisschen längere Wurzeln haben, hast du schon Pech gehabt. Ja. Und da haben wir unseren Fehler fabriziert. Normalerweise hätte da zeitnah einer raus müssen und das mit der Hand raushacken müssen, den Rest. Ja. Und da waren wir etwas zu optimistisch. Ja. Und dann sind die Melden so groß geworden, dass wir so einen Notfall. Ja. Mehr Aktion gestartet haben. Habt ihr überlegt, dass das Blindstriegeln dort, ganz vorsichtig Blindstriegeln dort? Ja, das war auch eine klare Empfehlung aus dem Jahr. Das geht mit diesem Gerät auch, indem man dann ganz flächig diese Hackinstrumente einstellt mit dem Draht. Und das ist allgemeiner die Empfehlung jetzt von anderen, die das gemacht haben, ganz am Anfang Blindstriegeln mit dem Gerät. Ah, mit dem Gerät, nicht mit dem Gerät. Selber einstriegeln. Nein, nein, nein. Also mit dem Gerät einen ersten Ding drüber laufen lassen, das hätte dann nochmal richtig was gebracht. Ja. Das war der einzige Fehler, den wir gehabt haben. Da sind die Reihen nicht ganz perfekt geradeaus. Das war beim ersten, das war so eine Software-Geschichte noch, aber es war noch in der Toleranz, dass das Hacken funktioniert hat. Aber es war das einzige technische Problem, was wir gehabt haben. Aha. Was auch faszinierend ist bei so einem Gerät, A, kann keiner die Schuld am anderen schieben, warum es nicht gegangen ist. Du hast eine Hotline. Der schaltet sich drauf über sein Handy, verändert was. Das fanden wir auch positiv, muss ich sagen. Da sieht man es nochmal, das Hacken. Wir sitzen, wie gesagt, ein bisschen weit weg. Eine Besonderheit. Sie haben gesehen, das Hackmesser, stellen wir ein bisschen so her, das geht immer so seitlich raus. Ja? So. Wenn ich jetzt da stehe, geht es im rechten Winkel raus. Da sich das Teil aber bewegt, haben wir da so einen leichten Radius, so eine Kurve. Da sich das Teil ja sehr langsam bewegt, ist dieser Radius noch vertretbar. Aber dieser Radius, der ist definitiv noch ein Thema, wo man vielleicht auch in Kombination, wenn es nicht um Biorüben geht, auch mit einem chemischen. Weil er nicht alles erwischt. Genau. Ja. Und das zweite Thema ist noch, man sieht jetzt auf der linken Seite von der Reihe, da ist kackt. Also wir zwar sehen es schlechter, aber die Zuschauer sehen es bestimmt besser. Ich muss dann beim nächsten Mal von der anderen Seite her kommen. Also der geht jetzt, sagen wir mal, rechts in die Reihe rein, hackt. Da kommt er aber nicht komplett rüber bis zur anderen Seite. Das heißt, beim nächsten Mal fahre ich von der anderen Seite runter. Das heißt, nächstes Mal hacken, fahre ich bewusst in die andere Richtung. Genau. Damit er die andere damit Seite er dann erwischt. Praktisch diese sichelförmige Bewegung, die sich dann überlappend ist. Damit er dann noch mehr Fläche erwischt zwischen den Reihen drin. Ja, vor allem auf beiden Seiten. Das erste Mal kommt er nicht ganz durch. Ich verstehe schon, ja. Ja, und das ist halt das Gerät und die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also, wenn man es zusammenfassen darf, also wir sehen da absolut Potenzial, vor allem in dieser Richtung Sonderkultur, begrenzte Flächen. Ist ein Konzept, was leicht gebaut ist, was bedienerfreundlich ist. Also, unsere Jungs, die mussten nur einen Startknopf drücken und das außenrum und dann beim nächsten Mal sucht er den Punkt wieder, auch beim Hacken. Es hat funktioniert. Vielleicht noch ein Faktor Zeit zum Umbau von Sähaggregat zu Hackaggregate. Die eine hänge ich dann hoch und verschiebe es am Rahmen. Gesehen, ja. Das geht ja schnell, oder? Drei, vier Stunden brauchen wir da schon. Doch? Das ist ein richtiger Zug. Du musst es bloß schräg hoch. Nein, das ist schon eine Schrauberei. Ist schon Schrauberei? Ja. Aha. Da könnte man sicherlich noch was. Gut, aber das machst du nur einmal. Richtig. Ja. Und dann richtig. Aber die Sägeräte bleiben in der Maschine drin, die werden nicht ausgebaut, drin, die werden nur hochgehängt. Oder seitlich gehängt. Und dafür wird dann praktisch der Draht und der Schlagmechanismus, der Sichelmechanismus wird dann da aktiviert. Ja, ja. Das wäre jetzt einmal so unser Eindruck gewesen zu dem Gerät. Ich meine, ich selber oder wir zusammen mit meinem Bruder und Theo Leb, wir haben ja mal dieses Unternehmen Farmdruid vor gut einem Jahr in Dänemark besucht. Und das sind ja eine ganz interessante Geschichte. Das sind zwei Brüder, die bei ihrem Bruder, der selbst Biolandwirt ist, neben ihrer Arbeitszeit mal versucht haben, dieses Thema manuelles Hacken bei Biozuckerrüben irgendwie technisch zu lösen und das gegebenenfalls auch autonom zu machen. Und
Ich bin eigentlich von diesem Unternehmen begeistert, auch von der Innovationskraft begeistert, von diesen Pragmatikern, die erst zwar auf dem Landwirtschaftsbetrieb geboren sind, aber erstmal andere Tätigkeiten gehabt haben und bevor sie sich selbstständig gemacht haben mit dem Organismus FarmDruid. Aber was mir dabei auffällt, und ich weiß, wir haben da letzten Mal gerade vor im Eingang schon mal diskutiert und ich denke, da denkst du ähnlich, es gibt ja viele Bemühungen oder viele Ideen in dem Bereich, kleine, am besten solar, elektrisch getriebene Maschinen, die oder batteriegetriebene Maschinen, die dann vollautonom sich über den Acker bewegen. Das sind ja, also wie Sand am Meer mittlerweile, kannst du sagen, dass da sich da Startups in der Regel oder auch große Hersteller damit die also irgendwelche Startups gekauft haben, damit beschäftigen. Aber was bei dem FarmDruid und als einer der ganz, ganz wenigen zu sehen ist, und deswegen ist er auch schon kommerziell unterwegs, ist, dass der die ideale Kombination hat zwischen einem pragmatischen Ansatz, etwas einfach technisch zu lösen erstmal, was die Sache angeht, die Zuckerrübe sauber zu säen, um sie dann mit einer ganz einfachen Logik, ohne riesen Computer, ohne riesen Rechenleistung oder KI und so weiter und so fort, wo man Daten erstmal sammeln muss, bevor man überhaupt erstmal was tun kann, im Prinzip zum Gehen gebracht haben. Und damit natürlich nicht nur zum Gehen gebracht haben, auch schnell zum Kommerzialisieren gebracht haben. Ja. Und dann das Drumherum, das Ding automatisch fahren zu lassen, eine Solarplatte drauf zu machen, war dann im Prinzip bloß noch das Drumherum. Und das ist meines Erachtens auch der einzige Ansatz, der Sinn macht. Und das ist das, wo ich viele andere Ansätze kritisiere, die ich mittlerweile auch, die wir auch immer an uns herangetragen werden. Da wird erstmal ein automatisches Fahrzeug entwickelt. Und das kann dann zum Beispiel Unkraut jäten, das kann dann zum Beispiel säen, das kann dann zum Beispiel. Aber dann der eigentliche Vorgang, das Gerät dann kann, der ist dann so nebensächlich. Naja, irgendwie geht das schon. Dann muss man halt, weil man nicht viel Kraft hat, das Sähschal sehr leicht machen. Ich erkläre es immer wieder, ich meine, heutzutage ein Mais- oder Zuckerrübensägekörper mit Scheibenschauer, mit allem drum und dran, mit Tiefenführung und auch mulchsaugtauglich, der wiegt leer irgendwo 100 bis 150 Kilo. Jetzt kann man sagen, ist das übertrieben? Nein, es ist nicht übertrieben, es macht Sinn. Erstmal will man auch einigermaßen Geschwindigkeit fahren, nicht mit 2-3 km/h, sondern mit 5, 10 oder teilweise mit 15 km/h fahren und der Körper soll drin bleiben, soll sauber liegen. Und im Wesentlichen geht es darum, dass, wenn er sauber liegt, soll er auch sauber ablegen und nicht durch Brocken oder Unebenheiten wieder rausspringen. So, wenn ich jetzt aber ein Leichtfahrzeug habe und bewusst auf leicht und auf kleine Arbeitsbreiten setze und das erstmal zum Laufen bringe und dann sage, oh, jetzt, was machen wir jetzt damit? Ja, jetzt hängen wir mal irgendwas hin. Das, was ich hinhängen kann, kann bloß leicht sein. Das kann nicht irgendwie stabil oder so gebaut sein, dass man da sauber nicht kommt. Und dann ist man eigentlich die Hauptaufgabe, nämlich eine vernünftige Arbeitsqualität hinzulegen, ist eigentlich verfehlt. Das heißt, also die geniale Sache, wo man sich selbst dann ereifert, ich habe was zum autonom zum Fahren gebracht und habe das Ganze fährt vollautomatisch und dann habe ich irgendeine Funktion da drin, die da irgendwelche mechanisches Unkraut jäten erfüllt oder irgendwelche Sähvorgänge erfüllt oder womöglich noch Bodenbearbeitung erfüllt. Das ist nur nebensächliche Erscheinungen und so halb gelöst. Und das ist das Schöne bei dem FarmDruid. Der kommt von dem anderen Ansatz. Ich will erstmal etwas perfekt technisch so lösen, dass es auch Sinn macht, auch Ackerbau Sinn macht. Und dann fange ich an, darum zu robotisieren. Ja, da kann ich eigentlich zustimmen. Ich muss auch zugeben, wir haben uns da vor ein, zwei Jahren auch noch so viel Gedanken gemacht im Detail und sind eben mit dem Einsatz von diesem FarmDruid genau auf diese Fragestellungen angestoßen. Ja. Den kann man sicherlich auch spiegeln. Ich könnte mit einem Mann sicherlich 2-3 bedienen. Mhm. Aber der große Charme ist, dass das, was der gesät hat, und das sieht man auf den Bildern relativ gut, das war absolut top. Ja. Klar, der Einsatzbereich von dem Gerät ist auch klar. Mhm. Also Flächenkulturen mit Gluten oder zig Hektar oder zu sagen, okay, wir nehmen jetzt 100 Stück für einen 200 Hektar Betrieb. Mhm. Den Weg sehe ich da bei dem Gerät nicht. Aber für diese ist aber kommerzieller Ansatz auch nicht. Nein, glaube ich auch. Macht die sagen ganz klar, wenn du 10, 20 Hektar Zuckerrüben hast und das ist ein bäuerlicher Betrieb und das ist überschaubar, dafür ist die Technik da und das macht es gut. Oder auch Sonderkultur nicht nur Zuckerrüben, sondern da, wo du auch noch mehr Umsatzprojekte machen kannst als mit Bio-Zuckerrüben, da passt es auf jeden Fall rein. Da sind wir uns einig. Ja. Genau. Das ist aber auch eher Ansatz. Und das ist auch wirtschaftlich darstellbar, weil wenn ganz ich da 100 Stunden, Hackstunden für ein Hektar reduziere, mal 15 Euro irgendwas. Das sind jetzt allein 15.000 Euro Kosten, was ich. Das ist etwas, wo ich. Also für mich gibt es da momentan in der Richtung, das gefällt mir das Teil, das ist praktikabel, das kann man durchaus empfehlen. Wir haben jetzt andere Hersteller in der Kategorie noch nicht untersucht. Normalerweise positionieren wir uns nicht so eindeutig, aber in der Geschichte muss ich sagen,
passt. Aber jetzt lassen wir das Ganze nochmal von einer ganz anderen Sache betrachten. Sinn und Zweck, wo wir da in Zukunft auch, was die Gesellschaft glaubt, wo wir hin sollen. Jetzt nehme ich mal ganz speziell nicht den Farmdruid per se her, sondern die Tätigkeit, die jetzt in erster Linie erstmal für dir gebaut worden ist, nämlich Bio-Zuckerrüben einigermaßen mit wenig Handarbeit hinzubekommen. Und im Wesentlichen geht es ja um das Produkt Zucker. Jetzt sollten wir doch mal auch von der gesellschaftlichen Seite das mal betrachten und sagen, Leute, wie viel Aufwand wollen wir betreiben, um das Lebensmittel Zucker, das ja eigentlich nicht so unmittelbar lebensnotwendig ist, wenn man es genau nimmt. Wir eigentlich sind wir ja durch Zucker überfressen. Wir müssen, also Zucker ist ja auch eher nicht nur ein gesundes Lebensmittel, sondern eher zum Teil auch ein krankmachendes Lebensmittel. So, jetzt stellt sich für mich die Frage, wie weit wollen wir es treiben? Wollen wir, weil es gibt ja noch den, es gäbe ja immer noch den anderen Ansatz, ich sage jetzt mal den hybriden Ansatz, zu sagen, wir können trotzdem mit Mechanik, mit relativ automatisierbarer Mechanik zwischen den Reihen eingreifen, mit großen Arbeitsbreiten, große Flächen hinbekommen, hocheffizient. Und das in der Reihe, wo der Farmdruid natürlich eine Lösung hat, aber eben bei kleinen Flächen. Und das macht nur Sinn, wenn ich da 10.000 Euro oder 20.000 Euro Umsatz pro Hektar mache. Ja. Wenn ich aber bloß 2.000, 3.000 Euro Umsatz pro Hektar mache und noch hohe Pachten bezahlen muss, die ich ja selbst beim konventionellen Betrieb auch schon tue, dann bleibt da nicht mehr viel übrig für die Mechanisierung. Und dann geht es nicht darum, dann kann ich mit 10 Hektar nicht viel, kann nicht viel verdienen dabei. Da brauche ich, dann sind wir eher schon bei 50 oder 100 Hektar, die so ein Betrieb dann braucht, damit es richtig Spaß macht, Zuckerrüben anzubauen, auch noch in Zukunft. Und da stellt sich für mich schon die Frage, wie viel Sinn macht das, einen so großen Aufwand zu treiben, um am Ende etwas herbeziehe, wenn man es mal ganz stark runterschraubt, die ich nur in der Reihe brauche, zu vermeiden, die letztendlich, wenn man es richtig macht, nicht als Rückstände im Zucker festzustellen sind und auch nicht im Boden oder in den Auswaschungen ankommen, weil sie durch, wenn der Boden biologisch hochaktiv ist, wieder abgebaut werden. Wie weit sollen wir es treiben? Was denkst du da dabei? Ja, ich habe da eine relativ klare Meinung, ja. Die vertrete ich auch schon länger. Auf der einen Seite ist für mich ganz klar, wenn ein Markt vorhanden ist, der dieses Produkt mit dieser Produktionsweise honoriert, Biozucker, ja. Mal unabhängig jetzt davon, ob das ein Luxusgut ist und dass wir zu viel essen und sonst was, mal unabhängig von der Story, ja, die ist noch anders zu betrachten, dann würde ich diesen Markt versuchen zu bedienen. So, das ist aber jetzt eine rein marktbetrachtende ökonomische Geschichte. So, das sehe ich völlig entspannt. Und wenn das einmal 20 oder 30% sind, dann machen wir es. So, wenn man das aber ein bisschen ganzheitlich betrachtet, ja, global betrachtet, klimatisch betrachtet, ernährungspolitisch betrachtet, dann bin ich zutiefst überzeugt, und ich war ja auch 10 Jahre in Osteuropa unterwegs, vor vielen Jahren schon, habe relativ viel auch schon gesehen, dann bin ich mittlerweile zutiefst überzeugt, dass wir alle Instrumente, die wir zur Verfügung haben, um Lebensmittel oder Biomasse oder etwas zu produzieren, nutzen müssen. Und das, was ich mal gelernt habe, ja, es gibt so Nutzwertbetrachtungen. Das heißt, ich kann mir diese Zielsetzung herausziehen, in dem Fall sage ich jetzt 100% Öko, keinerlei Rückstände. Da gibt es eine ökonomische Betrachtung, da gibt es dieses und jenes. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, ja, dann müssen wir differenziert nach diesen Kriterien überlegen, wie wir bewirtschaften. Mhm. Und da wird ein Mittelding in der Gesamtbetrachtung, gesamtgesellschaftlicher Nutzen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich höher sein, als wenn wir ein Extremes nehmen und sagen, wir machen gar nichts mehr in Richtung Chemie. Mhm. Umgekehrt 100% Chemie und keinerlei mechanische Geschichten auch falsch. Ja. Und in diese Denke, ja, das ist uns bisher nicht gelungen, der Gesellschaft oder in Teilen der Gesellschaft zu vermitteln. Weil was ja passieren kann, und jetzt, ich möchte jetzt übrigens nicht den Farmdruid, also da despektierlich betrachten, weil ich persönlich halte von der Idee und von dem Unternehmen sehr viel und habe da große Hochachtung. Aber es geht jetzt nicht um das Unternehmen und was die da lösen. Die lösen im Prinzip ein Thema eines Nischenmarktes, wo ein bestimmter Anteil der Verbraucher bereit ist, viel Geld dafür zu bezahlen, richtig, damit es so gemacht wird. Ja. Aber
Wenn wir jetzt noch einen weiteren Gesichtspunkt damit hineinbringen, und da haben wir gerade vor kurzem noch mal drüber, oder eingangs noch mal schon mal drüber geredet. Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit eine weitere Beobachtung, die uns Sorgen macht. Nämlich, was ist jetzt wirklich dran, was uns die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten darauf vorbereitet, indem dass sie uns sagt, mit der Klimaveränderung, mit der zunehmenden Erderwärmung werden Wetterextreme stark zunehmen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, okay, Klimaveränderung habe ich akzeptiert, Wetterextreme habe ich akzeptiert, aber dass das jemals große Einflüsse hat auf große Ackerbaugebiete dieser Welt, wo es darum geht, hohe Erträge zu erzielen und wenn das Wetterextrem näher hat, dann kommt das nicht, ja. Haben wir gedacht, naja gut, das haben wir früher schon gehabt, dass ab und zu mal Trockenheit war. Aber dass das in den letzten 5-6 Jahren so dramatisch stark zugenommen hat, nur die Münchner Rück, wenn du den ihre letzten Statistiken anschaust, nur die Versicherungszahlungen für Extremwetter haben sich fast verdoppelt. Gut, das hat natürlich auch mit ein paar mit den Versicherungsleistungen zu tun, die dann erbracht werden müssen. Ja, aber Fakt ist, die Anzahl der Extremwetterereignisse hat so dramatisch zugenommen, dass sie mittlerweile in die Gesamtweltproduktion von Getreide eingreifen. Kurzum, was ist, und da bin ich sehr vorsichtig, das zu behaupten, habe ich auch gestern schon in einer anderen Bemerkung auch schon mal gesagt, was ist, wenn wir uns heute schon in einer dauerhaften Grundnahrungsmittelverknappung befinden würden und das sogar noch zunimmt? Die Getreidepreise im Mativ Weizen mit 300 Euro, würde das teilweise, es gibt andere Gründe, warum es da auch so hingekommen ist, aber auch teilweise schon nahelegen, dass wir da wahrscheinlich schon drin sein könnten. Dann sind natürlich diese Betrachtungsweisen, die wir jetzt gerade diskutieren, wo wir jetzt dem Verbraucher sagen, pass mal auf, wir nehmen da 6 Quadratmeter Solarplatte, tun da ein bisschen was drunter, ich mache es jetzt nicht despektierlich, ich mache es bloß einfach aus Sicht des Verbrauchers, und wir brauchen keine Chemie mehr und es geht alles von alleine und wir lassen es bloß ablaufen. Dann würde der Verbraucher sagen, ja wunderbar, wir können da alles in Zukunft nur so erzeugen und wir bringen die Mengen alle her, das ist alles kein Problem. Wir beide wissen, Mengen bringen wir da nicht her. Nee. Das Gegenteil. Wir werden Mengen reduzieren, wenn wir es nur so machen müssen. Ja. So, das heißt also, wenn wirklich eine Grundnahrungsmittelverknappung schon da wäre, dann müssten wir natürlich noch differenzierter mit solchen technischen Entwicklungen umgehen. Meinst du nicht? Auch? Uneingeschränkte Zustimmung. Die Einschätzung, ob die ganzen klimatischen Veränderungen schon so dramatisch sind, wie es heuer sich auswirken an Märkten, das würde ich jetzt anmaßen, glaube ich, wenn wir sagen würden, wir wissen es jetzt. Sollte man vorsichtig sein. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt schon einige Parameter, die jetzt zusammengekommen sind heuer. Mhm. Ich bringe immer noch diese Verbrauchskurve weltweit. Ja. Also, die nimmt ja zu. Die nimmt zu, die kann keiner wegdiskutieren. Ja. Und die kann auch ich nicht beim sagen. Zucker nimmt sie noch zu. Auch beim Zucker. Ja. Und die wird auch keiner wegdiskutieren. Ja. So, ja. Jetzt habe ich diese Kurve, ich habe diese klimatischen Schwankungen und nehme vor allem in solchen reichen Ländern wie Deutschland mir das Recht heraus zu sagen, okay, ich möchte jetzt nur noch in diese Richtung das haben, aber wir haben zig andere Beispiele auch, Drainagen vielleicht zu entfernen, gibt es auch Vorschläge von Ministerien, die das Wahnsinn. Wahnsinn. Ernsthaft, also Wahnsinn. Die wollen komplett Drainagen wieder rausreißen. Rausreißen. Wo, das hast du dann vergessen, die meisten der Drainagen, die wir in Westeuropa haben oder in Europa überhaupt haben, sind vor 100, 150 Jahren teilweise schon angelegt worden, gell? Also unsere Vorfahren waren, die nur Öko gewirtschaftet haben, die keine Chemie und Kettung gehabt haben, die keine schweren Maschinen gehabt haben, haben damals schon Drainagen gebraucht, damit sie einigermaßen vernünftige Regeln gebraucht haben. Also wer auf sowas draufkommt, der muss wirklich, also Entschuldigung, also ich will das Wort nicht nehmen, aber ich habe sowas Vorschlag von weltfremd, das Ganze. Ich habe diesen Vorschlag schriftlich formuliert. Kann nicht wahr sein. Ist Fakt. Also ich meine, ich sehe es zwar unter dem Thema Vernässung von irgendwelchen Mooren, das ist damit man wieder die Ausgasung von CO2 da verhindern kann. Das kann ich aus der chemischen Seite her, der biologischen Seite her verstehen. Ob das dann noch so viel zu retten ist, was man da retten will, wenn man diese paar hunderttausend Hektar da wieder unter Wasser setzen wollen. Und das wieder unter Gesichtspunkt der möglichen dauerhaften Grundnahrungsmittelverknappung. Da sollte man schon ein bisschen aufpassen, was da in unserer Gesellschaft da diskutiert wird mittlerweile. Ich bin überzeugt, dass wir da auch klarer
differenzierter kommunizieren müssen. Ja? Mhm. Diese Geschichte, Farmdroid zum Beispiel, ist wunderbar, der Politik zu verkaufen und der Gesellschaft, haben wir alles schon gemacht. Ja? Mhm. Versuchen aber im gleichen Atemzug diese Argumentation, die wir zwar führen, auch damit anzustoßen, dass das nicht allein die Lösung sein wird. Mhm. Und dass wir unsere Probleme nicht nur, weil wir Wohlstandsland sind, wir können auch Lebensmittel irgendwann importieren und so weiter, das ist klar, aber dass das Konsequenzen auf die Welternährung hat, wen trifft denn die 300 Euro Weizenpreis an der Mathe? Ganz genau. Wie uns, die jammern zwar uns ein paar, ist die schreien ein bisschen und die sind teurer, die essen doch nicht weniger Brot oder sonst was. In Kairo, wenn der Brotpreis steigt, gehen die Leute auf die Straße. So, und wenn wir diese Zusammenhänge transparent erklären, dann gibt es sicherlich auch Bevölkerungsbewegungen, die wir nicht wollen. Haben wir schon mal gehabt. Ja. Und da sind wir sicherlich an einem Punkt, der kritischer ist, aber unser Ansatz ist immer, wir müssen differenzierter argumentieren. Mhm. Also nicht sich verleiten zu lassen, nur das Positive rausstellen, sondern durchaus sagen, okay, das können wir machen, aber die Konsequenz ist das und das. Mhm. Unser Vorschlag ist das und das. Mhm. Lasst uns, ich bringe immer diesen Begriff multifaktorelle Nutzung von Fläche. Mhm. Also nicht immer auf eins fokussieren als maximale Zielsetzung, sondern mehrere Sachen intelligent, geschickt kombinieren und dann haben wir das Maximale erreicht, regional und global. Mhm. Prima. Jetzt sind wir ein kleines bisschen abgeschweift ins Geopolitische und Gesellschaftspolitische und so weiter und so fort. Jetzt lass uns mal wieder zurückkommen auf das Thema Feldrobotik. Und ich habe da mal schon öfters einen Satz geprägt, der vielleicht den einen oder anderen ein bisschen zur Weißglut gebracht hat. Aber ich wollte da schon provokativ sein, aber nicht im Sinne von, dass ich davon deswegen nichts halte. Und zwar, ich habe mir gesagt, viele im Startup-Milieu vor allen Dingen Schwärmen von Schwärmen. Ja, das heißt, also wenn ein Kleingerät, am besten mit Solarzelle oder Batterie, irgendeine Arbeit verrichtet und die Leistung reicht nicht, dann habe ich halt ein Vielfaches von Geräten am Acker draußen, um dann am Ende diese Arbeit dann auf diese Art und Weise im Schwarm zu erledigen. Ja. So, was halten wir davon? Das ist nach wie vor noch Theorie, weil bis jetzt ist ja noch nichts, da ist der Farmdroid der Einzige, der überhaupt erst einmal einen zeigen kann, was möglich ist und mittlerweile auch zeigt, mit einem ganz pragmatischen Ansatz, einfachen Ansatz, auch möglich ist, etwas zu lösen. Ja. Also bei dem Farmdroid kann man schon vorstellen, wenn einer sagt, er will jetzt statt 20 Hektar 40 Hektar machen oder er will Sonderkulturen dazwischen machen, dass er zwei, drei von der Geschichte laufen lässt. Also das wäre, sehe ich jetzt momentan keine... Aber dürft nicht vergessen, der Ansatz vom Farmdroid ist immer Sonderkultur, ganz klar, geringe Flächenleistung, extrem hohe Marktleistung. Das heißt, da redet man nicht von 1.000, 2.000, 3.000 Euro Marktleistung pro Hektar, wo du nur eine bestimmte Menge an Geld, an Leistung, an Arbeitslebenskosten unterbringst, sondern wo du einfach eben, wenn du 5.000, 10.000 und mehr Euro pro Hektar Umsatz machen kannst, dann kannst du solche Techniken natürlich durchaus nicht nur einzeln einsetzen, sondern auch im Schwarm einsetzen. Genau. Dann macht das Sinn. Ja. Richtig. Sagen wir mal, das passt. Ja. Mhm. Aber das jetzt auf die klassischen Flächenkulturen wie Weizen oder sonst was zu transferieren. Wo du eben bloß 2.000 bis 3.000 Euro pro Hektar Marktleistung maximal machst bei heutigen Preisen. Wenn sie wieder fallen, sind es wieder weniger. Ja? Das kann man momentan ökonomisch und auch von der technischen Umsetzung nicht vorstellen. Ja. Wie die Dinge vielleicht dann als andere Lösung aussehen könnten, also bleiben wir mal, dass sie nicht mehr so filigran sind und dann größer werden und dann laufen ja andere Sachen auch rum, ohne Namen zu nennen. Das müssen wir im Einzelfall noch klären, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so einfach geht, das sehe ich jetzt relativ gering an. Ja. Man, da muss ich jetzt natürlich ein bisschen was aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, beziehungsweise es ist nichts zum kein Nähkästchen mehr, es ist ja draußen bekannt, mit was wir uns beschäftigen. Wir haben da genau aus diesem Grund heraus, bedingt natürlich durch unser Geschäft natürlich auch, einen ganz anderen Ansatz. Wir sind zum einen natürlich mit unserem Unternehmen in der Fläche unterwegs. Ich sage es immer, es ist sehr plakativ. Es gibt genau 1 Milliarde Hektar Ackerfläche auf dieser Welt, auf der 3 Milliarden Tonnen Getreide und 500 Millionen Tonnen Ölsaaten, Soja, Raps und so weiter, erzeugt werden. Diese 3,5 Milliarden Tonnen Körnerfrüchte sind für 70% unseres gesamten Kalorienbedarfs zuständig. Das muss mal klar sein. Das heißt, wenn da es auf bayerisch gesagt fackelt, dass ein bisschen weniger kommt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir Völkerbewegungen, vor allem in der dritten Welt. Weil Kalorien fehlen. Ja. Wenn einmal die Kartoffeln, der Ertrag nicht so stimmt, oder im Bodensee unten der Frost die Äpfel erfroren hat, dann kriegen wir keine Hungersnot nicht in Afrika.
Das heißt, also wir müssen das mal von der Seite her betrachten. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir uns jetzt mit etwas befassen, das also absolut systemkritisch ist. Das ist halt auch ein bisschen zufällig, dass wir halt da eben in so einem Metier drin sind. Ja. Aber es ist halt 1 Milliarde Hektar. Und auf der 1 Milliarde Hektar sind jetzt, sage ich jetzt einmal, 500.000 oder bis zu maximal 1 Million Vollerwerbsbetriebe tätig. Natürlich gibt es Überlegungen, vor allem unsere Grünen sind ja, können sich vorstellen, dass durchaus aus der 1 Million 2 oder 3 oder 4 oder 5 Millionen Landwirte in Zukunft wieder werden, weil wir dann noch Betriebe haben mit bloß nur 10, 20, 30 Hektar und so weiter und so fort. Und das ist ein anderes Thema, das ist auch ein politisches Thema. Die große Frage sich stellt, wo sind die Menschen, die bereit sind, diese Arbeit noch zu tun? Auch wenn sie es aus ideellen Gesichtspunkten gerne tun würden. Ja, aber faktisch tun möchte ich mal sehen und für das Geld, was dann dabei zu verdienen ist. Aber wie gesagt, unser Ansatz am Ende in der Feldrobotik ist ja der, dass wir jetzt erstmal uns mit der Feldrobotik bei den großen Ackerbaubetrieben, wo wir auch unter anderem zu Hause sind, wo ein Großteil unseres Umsatzes auch stattfindet. Das ist also nicht hauptsächlich auch unter anderem, es geht in Ostdeutschland los und dann Osteuropa, Russland, Kasachstan, Australien, Südafrika, Brasilien, USA, Kanada. Dort sind wir unterwegs und dort verkaufen wir unsere relativ großen Sämaschinen oder Einzelkorn-Sämaschinen oder Bohnenbaumsgeräte oder auch Pflanzenschutzspitzen. Und da interessiert uns natürlich erst einmal, weil wir auch selbst Landwirte sind und auch in ähnlichen Dimensionen unterwegs sind, erst einmal die Sache, was ist der nächste Schritt in der Technisierung dieser einer bestimmten Betriebsgröße mit entsprechenden Arbeitsbreiten in Richtung, man sagt, warum kann man das Ding nicht kabinenlos ohne Fahrer bedienen? Aber der Ansatz, den wir da haben, und das merkt man mittlerweile auch in dem, dass wir schon am Acker draußen sind und schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, den Menschen zu ersetzen, um das geht es gar nicht mehr. Wir haben das Problem, dass ein Großteil der Ackerbaubetriebe, die 70% des Grundnahrungsmittelbedarfs am Ende verantworten. Das muss man mal sehen. Ja? Nicht 30%, 70%. 70% der Kalorien kommen nämlich aus 1 Milliarde Hektar bloß. Sowas von unterbesetzt sind. Gut, da haben wir natürlich dazu beigetragen, dass wir Maschinen immer größer gemacht haben, immer effizienter gemacht haben, dass du immer weniger Leute brauchst. Aber es ist ja nicht so, dass wir durch die Technik die Leute verdrängt haben, sondern umgekehrt die Betriebe, die Betriebsleiter gesagt haben, wir brauchen Technik, dass wir mit weniger Leuten bewirtschaften können, weil wir die Leute gar nicht mehr finden, die sich auf die Maschinen draufsetzen wollen. Vor allem, wenn das weit weg ist von irgendwelchen Stadtzentren ist und so weiter fort. Hauptsächlich, wenn man Richtung Osteuropa geht oder Brasilien geht und was auch immer. So, und da gehen wir natürlich den Ansatz, dass wir sagen, um die paar Leute, die heute noch da sind, die mittlerweile keine Lust mehr haben, wochenlang und monatelang sich in einer wunderschönen Kabine mit Mäusekino, mit allem drum und dran, mit einer erotischen Motorhaube vorne dran, am Acker alleine rauf und runter zu bewegen, da merkst du, da kriegst du selbst vor allem die Jugend nicht mehr. Dass du es einmal begeistern kannst, an Praktikanten, an Agrarstudenten, dass einmal 3 Wochen oder 4 Wochen dein Mähdrescher fährt oder dein Schlepper fährt. Aber dass du sagst, willst du bleiben und das ganze Jahr machen, das kannst du gleich vergessen, das macht er nicht. Und der klassische Traktorist, der jetzt in Rente geht, der Neue, der kommt, der hat ähnliche Bedürfnisse. Der will Abwechslung haben, der will nicht mehr da ewig drauf sitzen und so weiter und fort. Das heißt, da verändert sich was da draußen. So, und da merken wir mit unserem Ansatz, dass wir da etwas in Bewegung setzen könnten. Zum Teil beweisen wir es auch schon, aber das ist noch sehr wenig, was wir da sehen, weil wir erst angefangen haben. Dass da sich was verändern könnte, um die wenigen Leute, die überhaupt noch bereit sind, auf Ackerbaubetrieben zu arbeiten, am Ende anders zu begeistern und sie zum Gegensatz sogar wieder zurückzuholen. Und das heißt also, wir befassen uns eben mit großen Arbeitsbreiten, momentan mit sehr großen Arbeitsbreiten, 18 und 24 Meter erstmal, das hat jetzt erstmal mit Westeuropa gar nichts zu tun. Es geht auch darum, weil wir auch rechtlich uns hier noch schwer tun, das heißt, wir tun uns da am wenigsten rechtlich schwer, wo kein Kläger, kein Richter ist, das heißt Richtung Osteuropa oder Brasilien oder Australien, da ist es viel einfacher. Um da erstmal diese Ideen, die wir haben, schon länger haben, das kommt alles aus dem Kontrolltraffic bei uns auch zum Teil raus, wo wir uns auf eigenen Betrieben schon länger beschäftigt haben damit, das sind ein paar so Abfallprodukte auch daraus. Im Prinzip merken Herrschaftszeiten, es gibt Arbeiten, nicht alles, aber viele Arbeiten, also und zwar Schlüsselarbeiten am Acker draußen, die wichtige Schlüsselarbeit ist nach wie vor Säen. Pflanzenschutz ist auch eine weitere Schlüsselarbeit, Düngung ist eine weitere Schlüsselarbeit, Bodenwerbung ist eine teilweise Schlüsselarbeit, Mähdrusch ist auch wieder eine Schlüsselarbeit.
Mähdrusch wird aber erst mittelfristig noch nicht kabinenlos ablaufen können, weil das viel zu störungsbehaftet ist. Aber Säevorgänge in erster Linie, Pflanzenschutz- und Düngevorgänge sowieso, teilweise Bodenbearbeitungsvorgänge in entsprechend großen Arbeitsbreiten sind durchaus nicht nur denkbar, sondern schon praktikabel aus unserer Sicht, weil wir da schon Erfahrungen haben. Und da merkt man, dass wir mit dem Ansatz gar nicht komplett verkehrt liegen. In vielerlei Richtung. Und eben auch das ganze Thema Arbeitskräftemangel, das ja mittlerweile nicht nur in den marktfernen Ackerbauzonen Osteuropas, Südamerikas, Nordamerikas, Australiens ist. Mittlerweile haben wir es hier auch schon. Geht schon in Ostdeutschland los. Also ja. Wenn du mich fragst, wie ich die Einschätzung teile, gehe mal davon aus, dass es das gedacht war. Ja. Entschuldigung. Bleiben wir kurz bei Deutschland. Ja. Also es gibt ja diese Ideen momentan auch von den Regierungen aktuell, dass wir wieder mehr händisch machen und so weiter. Und ich bringe mal das klassische Beispiel. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Förderprogramm, dass wir wieder Pferde im Wald fördern wollen, damit wir das Rücken wieder naturnäher, einfacher oder schonender hinkriegen. Liebe Leute, machen Sie sich einfach mal Gedanken in dem privaten Umfeld, wer 180 Tage im Jahr hinter einem Pferd herlaufen wird im Wald, egal ob er 20 Euro oder 30 Euro die Stunde kriegt, ich in meinem Umfeld kenne die Typen nicht oder Frauen auch nicht. So, also das ist für mich Fakt in Deutschland, darum gibt es auch diese Hackproblematiken. Wir werden auch die Saisonarbeitskräfte nicht mehr kriegen aus Osteuropa. So, das ist das Regionale. So, die Einschätzung, als ich euer Teil das erste Mal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich mir, was wollen Sie denn damit jetzt? Es ist jetzt wieder eine Marketing-Story, um zu zeigen, dass ihr das könnt oder innovativ unterwegs seid, oder ist es Ansatz, der tatsächlich nachhaltig mit einem ökonomischen, realistischen Interesse ist. Es gibt in der Branche öfter mal so Geräte, die da irgendwann einmal aushaut und dann so sechsrädrige Fahrzeuge, da ohne Namen zu nennen. Aber dann haben wir ein bisschen mit der Story etwas tiefer befasst, auch in Verbindung mit unserer Geschichte. Und dann stimme ich schon zu. Der Schlüssel wird in Zukunft sein, dass wir nicht nur bei diesen ganz einfachen händischen Sachen, die jeder von uns momentan akzeptiert und versteht, auch bei diesen Großbetrieben, egal ob Ostdeutschland oder Osteuropa, und da war ich 10 Jahre lang unterwegs, und ich habe auch einmal so einen 600-Hektar-Schlag, da mal einmal eine Bahn bin ich raufgefahren, eine runter, ist nicht ganz so prickelnd, ehrlich gesagt. Diese Figuren werden wir in Zukunft so nicht mehr haben. Und das wird ein Thema, das ist extrem relevant, und was, denke ich, neben der Verfügbarkeit schon auch eine Rolle spielt, die muss man schauen, meine Leute, wenn ich welche denn tatsächlich finde, dass ich sie motiviere, dass sie bleiben, dass die Attraktivität dieses Jobs vielleicht vielfältiger ist, wie auf einem GPS-gesteuerten Lenksystemschlepper eine Bahn zu machen, die eine Stunde lang in eine Richtung geht. Mhm. Solche Betriebe haben wir. Mhm. Also von dem her ist der Ansatz, dass man sagt, okay, Arbeitskräfte verknappen, wo kriegen wir sie her, wie motivieren wir sie, wie halten wir sie, durchaus realistisch zu sehen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Westdeutschland mit der Größe der Geräte oder Westeuropa, aber das ist eine andere Story. Also von dem her denke ich schon, dass das absolut Sinn macht, dass man da tiefer einsteigt. Also dass er da den Ball so aufgenommen hat. Also von der Seite würde ich das sagen, kann man das auf jeden Fall sehen. Da gibt es eine Notwendigkeit. Man, dazu möchte ich nochmal eine andere Geschichte kurz erzählen. Auch eine Begebenheit, die für mich ein weiterer Augenöffner war. Und der hat wieder interessanterweise mit dem Farmtrade zu tun. Das ist mal vor 1,5 Jahren, hat mich ein guter alter Kunde mal angerufen, der selber einen Teil seines Betriebes ökologisch umgestellt hat und auch Öko-Zuckerrüben macht. Ja. Und da ging es um was anderes, der wollte einen Striegel haben, und haben uns da mehrmals angerufen. Und da sagt er mir irgendwie bei so einem Anruf mal nebenbei: Übrigens, ich habe mir auch so einen Farmtrade gekauft. Du hast so ein Ding gekauft, gibt es ja schon was zu kaufen. Du mit deinen 70 hast du einen Roboter gekauft. Ja, das habe ich gesehen beim Kollegen, und das Ding ist gar nicht so schlecht. Und dann war ich in Dänemark oben und habe die Brüder da getroffen, die das da entwickelt haben, und die haben mich überzeugt, und das probiere ich jetzt. Denke mal, das gibt's ja nicht. Da gibt es schon jemanden, ich habe alles beobachtet bis jetzt, dachte ich, aber alles im Startup-Bereich, alles im Anfangen, noch nichts zu kommerzialisieren, auch rechtlich noch die Themen noch nicht gelöst und so weiter und fort. Naja, wer soll das da eigentlich sein? Dann habe ich gedacht, das musst du mal anschauen. Ja, dann habe ich rumtelefoniert, ob der hier in der Nähe ist, und da war der bei Schrobenhausen unten, gab es so einen Biolandwirt, den ich dann gleich angerufen habe und habe gesagt, darf ich kommen?
Und dann bin ich dort hingefahren und natürlich manchmal hast du dann so seine Denken, ja, Biolandwirt, überall wachsen Brennnesseln, überall stehen ein paar Maschinen im Haus drin. Ja. Andere sagen würden, dann gäbe es das und auch. Ich sage immer, aber diese Leute, vor denen habe ich viel Respekt, weil das sind meistens Überzeugungstäter. Und die mag ich, weil das sind authentisch. Das sind authentisch, ja. Das habe ich nicht negativ gesagt, ja. Dass du mich richtig verstehst. Und ich habe ich bin zwar selber auch nicht der gern, also wenn es geht mit dem Roundup, das dürfen wir ja nicht mehr, seinen Hof schwitzen, nur damit der Blick ein bisschen sauber ist. Aber es gibt auch die andere Betrachtungsweise, die man stehen lassen muss. Genau. Naja, auf jeden Fall mit diesem Vorurteil bin ich da hingefahren, dann komme ich hin, picobello sauberer Betrieb, das Gegenteil. Ich denke, was ist denn da los? Hat der Roundup im Einsatz? Hat der mit Roundup seine Heimgrasspritzen? Und sehe dann erst einmal mittendrin wunderschöne Maschinenhalle, alles gepflegt und einen nagelneuen Fancy im 24 da stehen. Nagelneu. Ich mache die Tür auf, steige aus, ein Haufen Kinder um mich rum und schreien, bist du der Horsch, bist du der Horsch? Sag ja, ich bin der Horsch. Ja, wo ist der Vater? Ja, da ist der Vater, okay. Lass uns mal die Maschine draußen im Acker anschauen. Sind wir rausgelaufen hinter das Haus und da stand der Foundry da, hat ein bisschen Kriegen gehabt. Und dann hat der Vater zu seinem ältesten Sohn, der hat gerade sein Abitur gemacht, der kam gerade von der Schule heim, oder hat gerade Abitur gemacht gehabt, der war also praktisch immer noch in der Schule, und sagt, Peppi, leg los. Ja, dann fängt er an und das Ding fängt zu laufen an und ich laufe natürlich ganz begeistert oder voll konzentriert neben der Maschine her, es läuft ja nicht schnell das Ding und schaue zu, wie das geht und wie das da hacken tut und das, beziehungsweise gesehen haben wir, wie das sehen tut und so weiter. Und dann dauert es nicht lang und dann schreit ein Bruder von der einen Seite, der ist vielleicht 10 Jahre alt und der andere mit 15 Jahren auf der anderen Seite, halt, das stopft was. Gell? Dann haben sie einen Deckel aufgemacht, Werkzeug raus und haben das Reparieren angefangen. Ich denke, da schauen wir die Buben an, gell? Also richtig flott drauf. Gell? Und ja, jeder, also das ist voll begeistert. Gell? Auf der einen Seite die Technik haben sie beherrscht und auf der anderen Seite haben sie immer hingeschaut, dass ackerballig alles passt. Die können sauber liegen, dass nichts stopft und so weiter fort. Also perfekter könnte es nicht sein. Ich drehe mich um, sehe einen Vater, so alt war gar nicht, der ist vielleicht keine 50 Jahre alt gewesen. Gell? Steht da hinten dort ganz stolz mit seinen Händen verschränkt und ist ganz stolz, sieht er, wie seine Kinder das Ding betreiben. Dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, was machst du denn du da? Da stimmt doch was nicht. Hast du das Ding jetzt für dich selber gekauft oder für deine Kinder? Und dann sagt er mal so, ja, so sinngemäß, ja, eigentlich habe ich es für mich selber gekauft. Ich habe auch die Schulung gekriegt. Aber in Wirklichkeit, meine Kinder nach der Schule haben sich dann um das Ding bemüht und haben das dann sich selber beigebracht. Und seitdem betreiben meine Kinder. Die haben die ganzen Zuckerrüben gesehen, die und das ganze Hacken machen und sind ständig draußen. Dann sage ich, was ist mit dem nagelneuen Fancy 24, der da drin steht? Sagt er, naja, den darf ich wieder fahren. Das ist zwar, wenn der Roboter steht, dann fahren meine Kinder den wieder, aber wenn der Roboter läuft und der Schlepper, und wir könnten mit dem Schlepper was machen, sind sie alle am Roboter draußen. Das war für mich ein Augenöffner. Ein Augenöffner, was da abläuft. Das heißt, es macht mir wieder Hoffnung, dass eine Generation herwächst, die also praktisch diese Generation hier, dieser Glasplatte da, die nichts anderes tun, als nur ständig spielen und im sozialen Netzwerk kommunizieren und sich mit Motorik befassen, mit Apps befassen, mit einer Geschwindigkeit SMS schreiben oder Apps aufrufen oder irgendwas steuern, da kommen wir gar nicht mehr mit dem Schauen. Ja? Das ist richtig, ja. Die brauchen wir gar nicht mehr ausbilden. Die brauchst du bloß so ein Ding geben, da brauchst du keine Betriebshaltung und gar nichts, die bringen sowas zum Laufen. Ja. Ob das Ding 500 Kilo wiegt oder 25 Tonnen wiegt, was wir da machen, vollkommen wurscht. Also es wird ganz interessant sein, was da auf uns zukommt. Also ich sehe das sehr positiv. Also dass die Kernmotivation, die Neugier dadurch geweckt werden wird, was zu tun, ja. Das ist definitiv. Ich habe so meine Kollegen gesehen, wie die das im Einsatz gehabt haben und wie das gelaufen ist. Die waren da auch, also ja. Die Jüngeren, nicht ich, ja. Da voll affin dafür. Das sehe ich durchaus das Interessante, aber der Aspekt, dass man nicht mehr nur ein Schlepperführer ist, ja, nur vorne sitzt und vielleicht beim Vorgewende noch was macht oder schaut, ob nichts leuchtet am Terminal, und dass die wieder näher an der Realität, am Boden hinten dran sind, das denke ich hat schon einen Schaden. Ob es nachhaltig ist oder diese punktuelle Wahrnehmung war, kann ich nicht einordnen. Ja. Mhm. Aber dass dann vielleicht das Paket wieder, die Betrachtung etwas ganzheitlicher wird, nicht nur auf Bedienung eines Gerätes, sondern auch, was passiert denn tatsächlich, wenn das gelänge, ja, dann wäre das der Oberkuh. Ja. Mhm. Also ich möchte nicht ausschließen, kann ich mir vorstellen, ob es tatsächlich in der Breite dann gelingt, das nachhaltig, dauerhaft, nicht bloß ein halbes Jahr Neugier. Mhm. Smartphone-App, Haltbarkeitszeit ist auch begrenzt. Ja, also das ist die andere Story. Ja. Aber vom Grundsatz her ist richtig. Mhm. Interessant. Ja. Jetzt lassen wir uns mal ganz kurz noch einen weiteren Punkt uns abarbeiten. Inwieweit kann man heute schon sagen, dass Feldrobotik
eine der großen Lösungen sein wird oder sein könnte, um das gesellschaftliche Thema Biodiversität, chemischer Pflanzenschutz, chemische Düngung teilweise oder ganz zu ersetzen? Das ist jetzt keine ganz einfache Frage, wenn ich ehrlich bin. Ja. Da bräuchte ich eine halbe Stunde Nachdenkzeit, die haben wir aber heute garantiert nicht. Also fangen wir mal ein bisschen nicht ganz so eindeutig. Ich denke, dass diese Thematik Digitalisierung oder auch diese Robotik, die, denke ich, schon auch in der Gesellschaft das Image hat, dass da etwas gemacht wird, was jetzt nicht durch schwarze Schafe oder mal Fehlbedienungen rumfummelt oder Fehlbedienungen allgemeiner Art, dass das weniger wird und dass da mehr Vertrauen drin ist, kann man vorstellen. Ja. Es darf aber nicht so sein, dass dann die Transparenz komplett verloren geht. Dass das, wir wollen nicht sagen, also wenn gar kein Mensch mehr irgendwo auf dem Feld, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, euer 36-Meter-Teil funktioniert und ihr fahrt dann irgendwo durch die Gegend rum und da kommen irgendwelche Leute vorbei und die merken, dass da überhaupt niemand mehr in dem Umfeld ist, der das nur ein bisschen überwacht oder transparent oder versucht, das, da was reinzubringen. Dann, glaube ich, könnte es auch wieder kippen. Aber in der Grundsätzlichkeit, die Story Farmdroid, das ist etwas, was der Gesellschaft gefällt. Da können wir auch argumentieren. Das ist nachvollziehbar, annehmbar mit der Energiestory. Wobei das jetzt aber eben, nochmal, um das zu wiederholen, diese Strategie ist auch von vornherein so ausgelegt, geht nur für hohe Umsätze pro Hektar, wo man auch die zusätzlichen Kosten und beziehungsweise die durch wenig Leistung die Kosten, die da entstehen, unterbringen kann. Also da geht es eher bei 5.000 Euro aufwärts los pro Hektar Umsatz, als bei 1.000 bis 2.000 Euro Hektar pro Umsatz, was ein Getreidelandwirt macht, was die Masse unserer Kalorien ausmacht eigentlich von der Produktion her. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Entscheidend ist, ob wir nachweisen können, ob wir mit Robotik tatsächlich weniger Input haben oder effizienter arbeiten wie. Hast du damit recht, so. Ja. Stimmt. Und wenn wir das nicht nachweisen können, irgendwo werden wir keine Akzeptanz finden. Ganz genau, ja. Also ich glaube nicht bloß, weil die Fahrzeuge sehen, dass das alleine reicht, ist glaube ich nicht. Ja. Das heißt, also, ich meine, ich selber habe da auch noch eine etwas ambivalente Meinung dazu. Auf der einen Seite kann ich es mir vorstellen. Wir arbeiten auch an ein paar so Projekten, wo wir praktisch durch Robotik, durch das Vollautomatisieren versuchen, Unkraut, im Wesentlichen geht es um Unkrautbekämpfung, auf der Weise zu lösen, dass man es auch in der Fläche hinbekommt, und zwar in der Großfläche hinbekommt, aber eben immer was mit Abstrichen. Das heißt, ich komme immer wieder an den Punkt, wenn man es in der Praxis auch das, was schon, es ist ja nicht so, dass das nur Theorie ist, sondern das haben viele schon probiert. Nicht nur bei uns, sondern viele andere, die damit rum experimentieren. Ich komme immer wieder, wenn ich es zu Ende denke, mit den Erfahrungen, die wir heute schon haben und den Entwicklungsleistungen, die wir schon erbracht haben bis jetzt, was wir da sehen, dann bleibe ich immer wieder beim Hybrid hängen. Das heißt, ich komme immer wieder in einen Hybrid rein. Das heißt, also der rein ökologische Gedanke, auch wenn mir der sehr viel gebracht hat im Verständnis Mikrobiologie und Zusammenhänge im Boden und Pflanze und Biodiversität, da bin ich unheimlich dankbar drum, dass wir da viel gelernt haben von unseren Kollegen, die das schon jahrzehntelang machen und vor allen Dingen empirische Erfahrungen da drin haben, auch wenn es wissenschaftlich noch nicht alles sauber erklärt ist. Aber wenn man das versucht, in die große Fläche hineinzubekommen und dann wieder unter dem Gesichtspunkt Grundnahrungsmittelverknappung das noch unter dem Gesichtspunkt noch zusätzlich noch sieht, Herrschaftszeiten, dann müssen wir schauen, dass wir unsere Erträge einigermaßen halten. Dann dürfen wir sie nicht, das, was unsere Regierung jetzt vorhat, von 10% auf 30% Bio erweitern und im Prinzip damit den Bio, ich sage jetzt mal, mit Gewalt kaputt machen, weil der eine Nische bedient, die dann keine Nische mehr ist. Und auf der anderen Seite, wir haben heute einen Getreidepreis, das kann nächstes Jahr wieder anders sein, aber wenn es so bleibt und vielleicht noch weiter steigt, dann schaut die Welt anders aus, von 300 Euro die Tonne. Konventionell, nicht öko, ein Ökobauer für 300 Euro die Tonne Getreide würde schon anfangen zu wirtschaften. Ja. Dürfen wir nicht vergessen. Also ich bringe immer noch ein anderes Beispiel, wenn es um diese Verwertung der knappen Ressource Fläche geht. Ich bin immer statt Hybrid bin ich bei der multifaktoriellen Betrachtung, weil ich das über die Landwirtschaft hinaus anwende. Ist aber in der Summe das Gleiche. Ja. Aber ich verwende es auch für andere Bereiche. Wir haben dieses Thema Freiflächen-PV-Anlage. Ja? Momentan ein maximales Thema. Die Kommunen werden überschüttet. So, jetzt kann man eine Freiflächen-PV-Anlage auf den besten Ackerstandort machen. Ich kann es auf einem Grenzstandort machen oder auf einem Grünland, wo ich sowieso nicht attraktiv nutzen kann. Mhm. Und jetzt kann ich nebenbei nur sagen, okay, liebe Leute, lasst uns zusätzliche Anforderungen machen. Also vielleicht noch erosionsschonend das Ganze, oder da, wo das eine Rolle spielt. Und dann machen wir noch was für Biodiversität.
Weil das machen wir dann nicht auf der nächsten Fläche, wo ich extra Blühfläche ansehe. Und dann jagen wir vielleicht ein paar Schafe, ein paar Rinder drüber, vielleicht ein Produkt, was ich auch noch haben will. Dann hätte ich viele Funktionen plus Energie auf einer Fläche konzentriert. Mhm. Und das ist für mich immer das beste Beispiel. In die Richtung müssen wir auch bei dem Thema Ackerbau diskutieren, dass wir sagen, okay, nicht das Extrem, alles zusammen, im Paket gesehen, da müssen wir hin. Und das müssen wir aber auch ganz ehrlich der Gesellschaft kommunizieren, dass wir diese Mix-Variante brauchen. Es laufen zu viel populistisch draußen rum, die erklären, das ist es, das machen wir, alles ist gelöst und die Bauern und irgendeiner ist schuld. So, Ehrlichkeit wird uns da meines Erachtens was bringen. Also wir mischen da so mit auf der Ebene. Jetzt einmal ein bisschen provokativ. Das zu Ende geht auch mit den Möglichkeiten, die heute schon zumindest teilweise bestehen, was du gerade gesagt hast. Ganz konkret. Was würdest du davon halten? Jetzt gibt es ja die Überlegungen, die Solarplatten senkrecht aufzustellen und also alle 30 Meter und dann dazwischen zu bewirtschaften und das noch, dann, und das noch mit Feldrobotik. was hältst du da davon? Wenn wir das mit so einem Teil machen und Sonderkulturen machen, dann wäre ich voll dabei. Aha. Also nicht die Flächenkulturen. Da ist man das. Na gut, aber bei Sonderkulturen brauchst du aber auch eine Fruchtfolge, brauchst auch eine Biodiversität. Das heißt, du kannst nicht immer nur für 10.000, 20.000 Euro eine Frucht pro Hektar anbauen. Und so hast du einmal eine Zwischenfrucht und bis hin zu einem Kleegras, wo wirklich erstmal gar nichts kommt. Da hast du recht. Aber unser Denke bei dieser Freiflächengeschichte ist, mit den senkrechten Modulen oder wie auch immer aufgeständert oder größere Abstände ist, also wir sehen jetzt nicht diese hohen Dinger da, 6 Meter hoch, wo ich Meter schon durchfahren kann, das sehe ich nicht. Aber dass wir auf dieser Fläche vielleicht trotzdem auch Richtung Sonderkultur gedacht, unabhängig jetzt von diesem Farmdroid, was liefern können, wäre eine geschickte Story. Und was mir auch da Spaß machen würde, wäre so Urban Gardening. Freiflächen-PV-Anlage in irgendeine Größe, eine große Stadt oder irgendwo, wo Leute wohnen, die wollen gerne ein bisschen gatteln, würde sich perfekt anbieten. Aber das können wir rechtlich momentan schon wahnsinnig schwierig, Lebensmittel auf einer Freiflächen-PV-Anlage, Industrieproduktion. Aber mir geht es da immer symbolisch, um so einen Teil differenzierter das Ganze angehen, ehrlicher kommunizieren, Vorteile, Nachteile, nicht so einseitig und auch ein bisschen das Globale betrachten. Ich habe immer das Klimathema noch an der Backe, oder beziehungsweise als ein Thema, was ich gerne mache. Und da gibt es ja diese berühmten Klimakompensationsmaßnahmen. Ja? Also ich kaufe mich irgendwo frei in Südamerika oder sonst wo durch Aufforsten von Wäldern oder Humusschichten und ich kann meinen Ausstoß hochziehen. Und das ist für mich das Negativbeispiel, was wir momentan haben. Eines der plakativsten. Und das kann man eins zu eins auf Lebensmittel, Weizen, Nahrungsmittel projizieren, wenn wir alles extensiver machen. Aber wir müssen es kommunizieren. Aber was mich nur interessieren wird, wenn ich jemals, ich kaufe so Dinge sowieso nicht, aber wenn die Betriebe in Osteuropa, Kasachstan, wo ich unterwegs war, euren Roboter einsetzen wollen, ja, da wird es ja eine ökonomische Frage auch noch geben, dass der das macht. Also der Typ, der fährt, den er nicht mehr braucht, oder zumindest dann braucht einen anderen, sage ich jetzt mal, das ist der eine Faktor. Aber glaubt ihr, dass er das ökonomisch gebacken kriegt, dass das attraktiver wird, wie als so einen großen Schlepper hinhängen und dann trotzdem so rumtigern? Da muss ich dir absolut recht geben. Das heißt noch lange nicht, dass wir da den richtigen Weg einschlagen. Aber jetzt kommt wieder unser Ansatz. Oder noch ein weiterer Punkt zu unserem Ansatz. Uns geht es ja nicht um den Roboter per se oder so einen Triebkopf per se. Das ist für uns nur ein zu Ende gedachtes Konzept. Uns geht es erstmal darum, wir haben eine entsprechende Sättechnik und mit entsprechenden Tankvolumens, Arbeitsbreite und Ablagetechnik und was weiß ich alles, die auf einen ganz bestimmten Standort perfekt passt. Die Leistung bringt, die Arbeitsqualität bringt, die einen Dünger gleichzeitig ausbringen kann und was weiß ich alles. Das heißt, da kommen wir her. Das heißt, das ist das, was als allererstes unseren Kunden interessiert. Die interessiert nicht, ob das Ding jetzt erstmal autonom fährt oder ob da noch ein Fahrer drauf sitzen wird. Das ist ein Nebenschauplatz. Das ist zwar auch interessant, vielleicht kann das in Zukunft sogar, wenn wir lernen daraus, dass die Mitarbeiter doch besser zu halten sind, noch interessanter sein, aber es ist erstmal ein Nebenschauplatz. Das heißt also, für uns ist heute schon klar, wir kommen, deswegen werden wir jetzt erstmal am Traktorhersteller kein Wettbewerb mit sein, weil der Traktorhersteller kommt umgekehrt, der sagt, ich kann alles hinten anhängen, was du da hinten anhängen tust, ist mir egal, ich mache nur eine Schnittstelle hin und mach los. Und einen Traktor voll autonom fahren zu lassen, ist ganz was Einfaches. Das ist gar sehr kostengünstig, wird das jetzt hingebracht. Das werden wir jetzt bald sehen, die nächste Agritechniker, jetzt mal sehen, wann sie ist, wird uns zeigen, dass da eine ganze Reihe Traktorhersteller jetzt unterwegs sind, die im Prinzip Systeme anbieten, sofern sie jetzt rechtlich auch genehmigt werden. Das ist immer das Hauptknackpunkt, dass du neben dem GPS noch ein Collision Avoidance System, also eine Umfelderkennung hast und
und am Ende mit einem Spurplanungstool das ganze Ding voll autonom fahren lassen kannst. Und da hängst du einfach dran, was du willst. Und das, da sehe ich sowieso für die klassischen Arbeiten am Acker draußen, die sich autonom ablaufen lassen ohne Fahrer, im mittleren Arbeitsweitenbereich sowieso geht es dahin. Das heißt, da werden wir nicht direkt der große Konkurrent sein. Für uns geht es darum, so große Arbeitsbreiten, so Maschinen perfekt zu robotisieren mit einem Triebkopf, der hoffentlich, mal schauen, wo wir hinkommen, irgendwo die Hälfte oder maximal 60-70% bei 400-500 PS Motorleistung von dem kostet, was ein vollständiger Traktor mit Kabine, mit allem drum und dran kostet. Der aber nur ganz bestimmte Arbeiten machen kann, eben zwei, drei verschiedene Säsysteme ziehen kann, zum Beispiel einen Umladewagen wie einen Mähdrescher, in der Mähdrescher-Saison automatisch ziehen kann und das war's. Und da können wir uns schon vorstellen, dass das nicht nur attraktiv ist es jetzt schon, weil die Leute jetzt schon sagen, Mensch, wann können wir so ein Ding mal haben und können wir mal was probieren? Das ist nicht das Problem. Die sehen sofort den Sinn dahinter. Ob es dann sich in der Praxis beweisen tut und ob es auch von der Ökonomie her dann passt, in den Arbeitsabläufen, von der Auslastung her und von den Kosten her, das ist ein hoher Anspruch, den auch wir auch uns stellen. Und die Frage, die du uns sagst, die du mir stellst oder uns stellst, die stellen wir uns jeden Tag. Und das ist eigentlich von vornherein schon auch unser Ansatz gewesen, zu sagen, wenn wir da nicht punkten können, dann können wir das ganze System vergessen. Auch wenn es noch so attraktiv ist von der Optik her und vom Erscheinungsbild her. Also den Ansatz mit bestehenden Geräten, die sich bewährt haben, weil die Zielsetzung ist für Ackerbauer definitiv so, dass er das beste Gerät haben will, um ein optimales Saatbeet oder Auflauf zu gewinnen, den finde ich clever, weil A kann ich Synergien nutzen, das bin ich voll dabei. Und das Spannende ist ja für mich, das vordere Teil kriege ich das etwas günstiger hin als Standard. Und wenn euch das gelingt, dann wäre ich durchaus zuversichtlich. Aber das nicht umgedreht zu machen, vorne irgendwas zu konzipieren und dann überlegen, was kann ich hinten hinhängen. Also da ist euer Weg cleverer. Ja, da hoffe ich doch, dass wir da den richtigen Ansatz haben. Aber jetzt wenn du uns betrachtest und was uns oft auch, vorgeworfen wird, nicht nur uns, sondern unseren Wettbewerbskollegen genauso, ist, die letzten ein, zwei Jahre, wo die Preise wieder entsprechende Höhen erreicht haben, da kriegen wir den Vorwurf natürlich nicht, aber dann, wenn der Weizen bloß noch 150 Euro die Tonne kostet und der Raps 350 Euro die Tonne kostet, dann kriegst du natürlich das sofort als Butterbrot geschmiert. Euer Zeug wird immer teurer, wird nicht billiger und macht immer im Prinzip das Gleiche. Ich kaufe einen Mähdrescher nicht für 200.000 Euro, sondern für 400.000 Euro und für 200.000 Euro habe ich, was weiß ich, 500 Hektar im Jahr gedroschen und für 400.000 Euro dresche ich 600 Hektar im Jahr. Aber der Preis hat sich verdoppelt und wenn ich ihn dann nach 10 Jahren verkaufen tue, ist die Maschine bloß noch halb so viel wert, wobei es die Maschine, die ein bisschen billiger war, immer noch 60-70% Wert hat und was weiß ich alles. Und das wird uns dann immer wieder vorgeworfen. Und da haben wir natürlich schon auch einen Anspruch an uns selber, nicht nur, weil wir merken, größer und noch größer und noch größer, da ist ein Ende. Da sind wir eigentlich schon an einem Punkt angekommen, da haben wir uns selber auch schon entschieden dazu, noch größere Maschinen, vor allem noch größere Arbeitsbreiten, die noch schwerer werden vom Gewicht her. Wir haben so in Kanada diese Sachen mit, wo wir 20 Tonnen Seewagen haben zum Teil, wo wir auch mir bauen mit bis zu 24 Meter Arbeitsbreite, wo du 600-700 PS einen Quadtrack vorher dran brauchst, damit du das Ding ziehen kannst, wo dann allein das Leergewicht von so einem Fahrzeug 80 Tonnen ist gut, ein Teil wird natürlich auf 18-20 Meter verteilt, aber nicht alles. Und wenn er dann noch beladen ist, geht es auf 100 Tonnen hin. Da haben wir gesagt, nee, also das sehen wir nicht mehr in Zukunft. Da wollen wir uns auch nicht mehr beteiligen dran. Da haben wir uns eigentlich auch schon verabschiedet von diesen Boat Anchors, wie wir es nennen, also Bootanker. Weil was anderes ist das nicht, weil je schwerer was wird, wenn ein bisschen auf Buckel kommt, desto schneller bleibt so ein Ding stehen und desto weniger schnell bringst du da das Ding am Berg auf und wenn es nass ist, bleibt stecken, bleibst du es ganz aus. Und abgesehen davon, dass der Bodendruck irgendwann mal doch irgendwelche Grenzen erreicht hat, wo man sagt, jetzt da reicht's, mehr geht nicht mehr. Also da sind wir eigentlich schon weg davon. Aber trotzdem ist unser Anspruch der, deswegen hast du die richtige Frage schon richtig gestellt, Gesamtabläufe auf dem Ackerbaubetrieb durch technische Lösungen so hinzubekommen, dass man auf der einen Seite flexibler reagieren kann, das heißt von intensiver Bodenbearbeitung mit entsprechender Saat bis hin zur Direktsaat im gleichen Betrieb, das erleben wir immer mehr jetzt, gell? Das ist Fakt, kommt immer mehr daher, das heißt, dass wir es trotzdem hinbekommen, dass wir die gesamte Kosten der Technisierung
eher wieder besser in den Griff bekommen, als was uns die letzten 20 Jahre passiert ist, nicht nur uns, sondern allen Herstellern, dass das Zeug eigentlich immer teurer und immer teurer geworden ist und die Leistungssteigerung, die effektive Leistungssteigerung im Verhältnis zur Preissteigerung nicht mehr mitgehalten hat. Das ist momentan eine Frage. Und da nur um das abzuschließen, und da könnte der Robotisierungsansatz, den wir haben und die technische Lösung, ich habe andere Dinge auch noch gezeigt, die sind noch nicht öffentlich, sind nicht nur der Triebkopf, sondern andere Dinge auch noch, die könnten da schon einen Beitrag dazu leisten. Das ist auch einer der Ansprüche, den wir haben. Mal sehen, ob wir es erreichen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, was planbarer ist in manche Sachen. Grundsätzlich wird es sicherlich so sein, dass wir uns da in den westeuropäischen Ländern, vielleicht sogar weltweit, momentan einen Prozess befinden, aufgrund dieser vielen Variablen, Preise, Düngermittel, Betriebsstoffe, Technikkosten, dass da wieder ein neues Gleichgewicht entstehen muss. Ja. Das Gleichgewicht ist zum Beispiel bei den Schweinen jetzt völlig aus dem Ruder. Ja. Die armen Kerle, das darf nicht passieren. Die werden im großen Stil aufhören müssen, aus wirtschaftlichen Gründen, was ich mir in der Form noch nie hätte vorstellen können. Tut sie wieder nichts. Wahnsinn, was Schweine da passiert. Immer noch bei 1,20, Tendenz nach unten, Kilo Schlachtgewicht. Und das muss halt im Ackerbaubereich langfristig auch klappen. Ja. Das hängt natürlich jetzt nicht nur von euren Maschinenkosten ab, das ist vollkommen klar. Aber da sind wir momentan einer spannenden Entwicklung unterwegs, wo ich auch noch nicht sicher sagen kann, wie geht es genau aus, weil es hängt auch von der Werthaltigkeit der Maschinen ab, Preisentwicklungen und. Aber je hochpreisiger, je extremer all die Geschichten, desto größer das Risiko. Aber das nur so allgemein zu dem Kapitel. Vielleicht nochmal, bevor wir kurz zum Ende, wenn wir dann jetzt auch zum Ende kommen, nochmal kurz ein paar Bemerkungen von meiner Seite her. Was sind so noch die Hürden, um die Feldrobotik noch stärker auch kommerziell voranzutreiben, weil es wäre ja schon, denke ich, einiges, nicht nur bei uns, sondern bei anderen Herstellern auch schon weitestgehend fertig. Wir haben nach wie vor noch ein rechtliches Problem, das natürlich der Automobilindustrie noch viel stärker ein Problem ist wie uns, weil die natürlich mit Gegenverkehr auf der Straße, mit vollautonomem Fahren natürlich noch viel mehr Risiken ausgesetzt sind, wenn sie dem Auto selbst entscheiden lassen, in was sie hineinfahren und wie sie fahren und was sie machen. Beim Acker draußen wäre es noch relativ einfach, weil wir keinen Gegenverkehr nicht haben und weil wir einigermaßen noch schauen können, dass da auch nicht irgendjemand da unerlaubt da drauf rumläuft und sich da irgendwo von der Maschine hinlegt und dann Schlafen anfängt oder was auch immer, dass die Maschine nicht mehr rollt. Aber wir haben ein rechtliches Problem. Und das kann ich von der eigenen Seite her sagen. Also das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Westeuropa anschaue, wo man natürlich der Gesetzgeber natürlich noch viel stärker auch bei diesen Themen darauf achtet, wird es noch eine Zeit lang länger dauern, bis man vor allem auch größere Roboter, die mehr Gewicht haben. Der Farmdroid hat nicht nur, der ist ja auch im rechtsfreien Raum etwas unterwegs, aber der hat insofern klappt das, weil das Ding, wenn du dich da drunter legen tust und das überfährt dich, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann tot bist dabei, ist sehr gering. Deswegen, mit 700 Metern in der Stunde, da kannst du also wirklich, auch wenn du voll betrunken bist, ausweichen. Gell? Er hat auch noch einen Faden außenrum, er darf nicht rückwärts fahren, das sind die drei Kriterien. Ja, das Rückwärtsfahren, das haben wir sowieso alle. Ja. Aber jetzt nur so als Kriterium. Aber in unserem Fall ist das also erstmal, vor allem wenn du große Arbeitsbreiten hast, einen Haufen Gewicht hast, das ist ein Riesenthema. Das heißt, also, wir werden also erstmal nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auf jeden Fall in Westeuropa kommerziell rechtlich sauber Maschinen vertreiben können. Wir werden es versuchen mit bestimmten Sondergenehmigungen oder bestimmten Situationen, wo also ein überschaubarer Flächen da sind, die also sicher sind, was auch die man abgrenzen kann, überwachen kann, was auch immer. Was ich natürlich merke, was wir uns schon bewusst, wo wir uns leichter tun, ist natürlich in Osteuropa oder auch in Brasilien oder auch in Australien, wo man auf voll arrondierten Betrieben, die weit weg sind vom Schuss, wo auch dann es auch rein von der Sicherheitslage her einfacher hinzubekommen ist, das Ganze so sicher zu machen, dass da keiner vor dem Fahrzeug drin rumläuft und dann unfreiwillig dann einfach mal dort überrollt wird und so weiter und so fort. Und deswegen sehen wir erstmal, dass wir die nächsten 2 bis 3 Jahre, wenn es ums Kommerzialisieren geht, eher, und das macht dann auch wieder Sinn in den großen Arbeitsbereichen, weil nur das kann ich dort auch absetzen. Das dreht sich immer wieder im gleichen Kreis.
Aber wir sollten, und da braucht man natürlich auch viel Öffentlichkeit, da braucht man auch euch vom Schulwesen und von der und auch von der, die auch Einfluss nehmen können auf Europagesetze und auf den Gesetzgeber, dass wir da eben einwirken und sagen, Leute, wir müssen schauen, dass wir auch nicht nur für die Straße, sondern auch für den Acker in relativ zeitnah Regeln aufstellen, was Feldrobotik heißt und wie weit man das Ganze sich selbst überlassen darf und kann, ohne dass, wenn irgendwie ein menschlicher Schaden entsteht, sofort dass er so einen Laden, den Laden zusperren kann. Ja. Ja. Vollkommen richtig. Ich denke aber trotzdem, diese Automobilentwicklung, die kommt euch da zugute. Ja. Definitiv, da sind ganz andere Risiken dabei, das passt. Nur ein Argument noch ganz am Ende. Wichtig ist sicherlich auch in Westeuropa, dass eure Teile auf der Straße bewegt werden dürfen. Straßenverkehrsordnungskonform. Ja. Mhm. Also irgendwas zu konzipieren, was über 3 Meter hinausgeht, da haben wir momentan eine Riesendiskussion auch in Bayern, wird in Zukunft nicht funktionieren. Ja. Also die Dinge müssen so konzipiert sein, wenn ich sie umsetzen will, dass ich die straßenverkehrsordnungskonform fahren kann. Aber das ist ja konzeptionelle Herausforderung. Da sind wir sowieso immer dabei. Ja, dann denke ich, dann kommen wir hiermit zum Ende. Wir haben natürlich nicht alles jetzt, was die Feldrobotik angeht, ausdiskutiert. Wir haben bewusst geschaut, dass wir mehr erst einmal eure Erfahrungen zu dem ganzen Thema FarmDruid mal als Anlass nehmen, was schon vor allem, weil es auch kommerziell läuft und nicht bloß im Versuchsstadium ist, da mal uns festzuhalten, zu sagen, was heißt denn das, wo geht das hin? Und wir sind uns der Meinung, beide denke ich, und hoffe ich auch viele unserer Zuschauer, dass hier was abläuft, das auch in Zukunft nicht nur praktikabel ist, sondern sich vervielfältigen lässt. Ja. Und die Richtung stimmt und da geht was los und da geht was weiter. Und ich hoffe, dass das, was wir auch verfolgen, ähnliche Dynamiken erreichen wird. Aber um es auf den Punkt zu bringen, wir haben ja einen wichtigen Faktor, Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft, der weltweit, und das kriege ich auf den Ackerbaubetrieben der Welt noch viel stärker mit als hier lokal, extrem stark zunimmt, dass der letztendlich durch Feldrobotik vielleicht ganz einfach sich wieder lösen lässt, weil nämlich die nächste Generation, die auf Farmsimulator, auf Laptops und Computern und Playstations im Prinzip schon im Alter von 5, 6 Jahren Landwirtschaft spielt, auch Nichtlandwirt, das war interessant, gell? Richtig, ja. Und dafür eine Passion für Landwirtschaft bekommt und eine Passion, eine Affinität zu Fernbedienung von Maschinen, dass da eigentlich was auf uns zukommt, das uns richtig hoffen lässt, dass da richtig wieder Bock auf Landwirtschaft ist und vor allem auf Ackerbau ist und dass da richtig wieder was losgeht. Und ich stelle mir nur vor, wir haben ja jetzt in unserer Gesellschaft, auch in unserer neuen Regierung, natürlich viele, die auch eine ideelle Vorstellung der Landwirtschaft haben, die bis hin zum Ackergaul wieder zurückgeht. Und jetzt möchte ich gern mal sehen, wo das Ganze hingeht. Wie viele Menschen wir und junge Leute wir begeistern können, sich nicht nur einen Gaul zu haben oder den reiten zu wollen, sondern den auch als Zugpferd am Acker draußen auf Kleinflächen bedienen zu wollen, ohne Roboter, ohne alles. Oder umgekehrt Jugendliche, die dann richtig Bock auf Landwirtschaft haben, wenn so kleine oder größere Roboter dann zu bedienen sind und sagen, jetzt erst recht, bevor ich mich am Schlepper drauf sitze, das interessiert mich viel mehr und da der Arbeit möchte ich nachgehen und darum möchte ich mich kümmern. Ich glaube, wir wissen ganz genau, wo das hingeht. Wir sind so sicher, dass die lieber den Roboter bedienen, als hinter dem Pferd herzulaufen. Ganz genau, alles klar. Ja. In dem Sinne, ich bedanke mich. Gerne, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst und ich hoffe, dass unsere Zuschauer das auch entsprechend so sehen. Und in dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ein andermal wieder. Dankeschön. Dankeschön.